liebe Community, ganz herzlich willkommen bei sowas wie Livestream mit RB Leipzig. Mein Name ist Eismännchen, heute ohne Webcam, weil es heute einfach nicht anders geht. Ich habe hier gerade ein bisschen Hintergrundunordnung und das kann ich euch so nicht anbieten, weil wir hier immer noch am Umgestalten sind. Daher heute ohne Facecam. Ich hoffe, ihr werdet es überleben, meine Hackfresse nicht sehen zu müssen. So. Jetzt geht's aber hier um RB. Was haben wir heute vor? Wir gehen mal eben auf den Kalender. Wir gucken heute Hannover, Leverkusen, Zenit, Wolfsburg, eventuell Nürnberg und Basel. Aber diese vier sind garantiert und Nürnberg und Basel, je nachdem, wie viel Zeit mein Fensterchen mir noch gibt heute. Also die drei, vier Spiele hier auf jeden Fall und dann eventuell noch fünf und sechs hinterher. Das sehen wir dann aber. Ich habe ja gelesen, ihr hättet sowas super gerne auch in einem Transferfenster. Das ist natürlich bei Leipzig ein Problem, das kann ich da nicht anbieten, weil das ja so ein bisschen eure Transfers sind. Da mache ich ja nichts anderes, als eure Wunschspieler zu holen. Von daher würde es keinen Sinn machen. Und in anderen Karrieren kann ich das gerne mal machen. Allerdings muss natürlich auch der Zeitpunkt stimmen, müssen wir auch mal klar sagen. Ist im Moment eben nicht so gegeben, aber von der Sache her bin ich da voll bei euch. So, jetzt müssen wir eben mal gucken, wer ist denn hier ein bisschen angeschlagen? Sandri ein bisschen angeschlagen, Sandro und Finne. Dann bleibt jetzt Sandro mal zu Hause und wir nehmen, ach du Grüne, das sind ja alle Platte. Den hier mit, und natürlich hier mein Kumpel Frank Lampert, der soll auch mal mitfahren für Katscha und Kimi. Und Kimmich mit seinem Däumchen da unten, spielen für Gaudino, Grimaldo, auch ein bisschen platt. Also das ist der Nachteil, ne, am kleinen Kader, das ist ja wohl logisch. Da können wir aber, denke ich, mitarbeiten. Erstes Spiel nach einer Aufnahmepause ist immer brillant bei mir. Ich freue mich schon drauf, jetzt gegen Hannover zu spielen, ja. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Der erste sowas wie Livestream kam ja überragend an. Und ich kann es nicht jedes Wochenende anbieten, aber sicherlich das ein oder andere Mal. Ich werde es dann auf Facebook immer mal ankündigen. Wenn ihr noch nicht bei Facebook auf uns geklickt habt. Wir sind jetzt nicht die Überposter hier, aber dennoch, ihr könnt euch gerne da einfach mit einklinken. Dann seht ihr sowas auch angekündigt. Der sowas wie Livestream also heute mit RB. Wir gehen in den Sanderson Park von Leipzig, nenne ich es mal. Und gucken mal, was uns Hannover 96 heute so zu erzählen hat. Unsere Startaufstellung über Ryan, habt ihr euch lustig gemacht, die Hunde? Naja gut, dann ist es eben so, verstehe ich auch. Ich auch. Ein bisschen, aber Leute, noch hat er nichts falsch gemacht, muss ich jetzt auch mal klar sagen. Und der Rest der Mannschaft, der steht ja für sich, die machen das ganz ordentlich, finde ich. Und es gibt eigentlich keinen Grund, auf Ryan rumzuhacken, der ist jetzt unser Keeper und damit hat er unser vollstes Vertrauen, ja? Das müsst ihr einfach so nehmen, Leute. Das ist einfach so. Das ist doch kein Problem. So, und da ist die Gegenseite aus Hannover. Gucken wir mal, was die so anbieten hier. Briand, Sobiech, Stindl, Bittenkurs, Schmiedebach, Pripp. Also überhaupt nichts Neues haben die da drin. Gut, da können wir mit leben. Zieler, den holen wir ihn eventuell weg im Winter. Aber gut, das soll jetzt erstmal Zukunftsmusik sein. Wir spielen in Weiß von links nach rechts. Und gucken mal, was heute in Spiel 1 im Livestream möglich ist. Sowas wie Livestream. Absolut geiler Titel für so ein Projekt, finde ich übrigens. Zack, Ibarbo ist in der Nähe, die alte, ja, weiß ich auch nicht, Ex-Tormaschine. Weiß gar nicht, was mit Ibarbo nicht richtig ist im Moment. Der trifft ja gar nichts. Und genau dem seine Stärken, die fehlen uns einfach. Ich hoffe, dass er mal wieder aus seinem Formtief rauskommt. Jetzt müssen wir aber erstmal aufpassen. Die Rückgabe hier von Sobiech ist kein Problem für unseren Matt Ryan. Alles gut. So, Goretzka. Firmino. Und ihr habt ja schon gesagt, vielleicht ist einer geglitscht. Das mag sein. Hack kommt nicht durch. Dann ist es eben auch so, dass er sich nicht verbessert. Können wir mitleben. Ibarbo. Guter Versuch. Nein, Scheißversuch auf Firmino. Jetzt kommt Hannover zum Gegenzug über Bittenkurt und Teska. Schmiedebach. Kann Meier? Nein, kann er nicht. Vorteil gepfiffen. Briand am Ball. Ja, das ist zu einfach. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Sobiech kommt. Die Viererkette ist mit fünf Mann da angesiedelt. Warum auch immer. Dann kann ich auch mit Sorg raus. Jetzt müssten wir nur mal einen Zweikampf gewinnen. Jawohl, dann gewinnen wir den Entscheidenden. Reicht ja. Sorg. Auf geht's. Sorg kann antreten. Guter Ball auf Firmino. Ibarbo. Runter in Lauf von Goretzka. Ah, Bittencourt. Das wollte ich gerade sagen. Das ist aber faul, oder? Hat er sich nicht clever verhalten, der Leo Bittencourt. Aber wir bringen den einfach mal über Goretzka. Mit Messi hat das auch geklappt letztes Mal, dass da einer ist. Und offen gesagt, Halilovic. Hi. Nicht schlecht. Erster guter Ball für uns. 13 Minuten rum. Alena Lilovic sagt mal guten Tag. Ich bin da. Das freut mich. Wenn das dann auch warm, müsste ja bei euch gewesen. Oh, das war ein schlechter Ball. Aber Goretzka hat ein bisschen Pech da. Kriegt Stindl nicht zu fassen. Da ist er, Halilovic. Das war er definitiv eben. Jawohl, Passwege zustellen. Es sollte ausreichen. Und irgendwann müssen wir ihn dann halt mal haben. Ah, steht Schiedsrichter im Weg. Gut, Kimmich hat ihn geholt. Ibarbo
Lässt klatschen für Firmino. Muss er drauf treten, weil sich nichts tut da oben. Das ist Maxi Meier. Das hat er sehr schön gemacht, der Maxi Meier. Jetzt ist keiner da. Jetzt ist einer da, das ist Firmino. Ah, oh, Zieler ist da. Ja, zu platziert, zu zentral aufs Tor. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Süle weiß, was er tut? Glaube ich nicht. Briand hat ihn ausgehebelt. Aufpassen. Bittencourt. Jetzt mal da oben. Gut, Gara ist da. Wunderbar. Jawohl, locker spielen. Kimmich. Ich weiß nicht, am besten komme ich mit dieser Truppe hier klar, muss ich ehrlich zugeben. Sorg. Goretzka. Jawohl, Firmino, den hat er. Und den kann er auch noch unter Kontrolle kriegen. Ah, nein, Sakai war da, schade. Muss ich aber umlegen, auch der Gefahr hin, dass es eventuell sonst nicht klappt. Prallen lassen, sehr gut, Firmino. Das ist ein Ball für Ibarbo, der kommt nicht da dran, aber Meier kommt dran, Volley. Oh, 24 Minuten durch, wir sind so ganz langsam dabei, unserer, ja, Favoritenrolle gerecht zu werden. Warum Süle jetzt bei dem Eckball die Flanke steckt, ist mir neu, aber egal, Ibarbo. Ibarbo hat im Moment aber auch echt die Scheiße am Fuß gepachtet. Gacha, nächste Flanke. Kommt wieder nicht an. Sehr gut. Wieder den Ball erobert hier. Goretzka. Schieß einfach mal, Junge. Macht er auch. Ja, das für Zieler natürlich kein Problem. Aber Ibarbo wäre da gewesen. Da meckert Kimmich da oben. Was meckert Kimmich denn darum? Er soll die Klappe halten. Man muss zwischendurch auch mal schießen. Oh, das war ein Fehler von Hannover. Ibarbo ist aber allein. Ja. Wenn ich mit Ibarbo alleine bin, dann weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Weil er einfach im Moment kein Fortun hat und ich das auch weiß. Das ist ein Kopfproblem, glaube ich, oder? Also würde ich es wohl nennen. Bittencourt. Goretzka. Ah, mit vereinten Kräften. Egal wie, der Ball ist bei uns. Süle spielt den Seitenwechsel. Wunderbar auf Meier. Der hat jetzt Platz da oben. Firmino ist schon da. Meier hat... Ach, Mensch, schade. Da fehlen dann die berühmten Millimeter, ne? Für die entscheidende Aktion. Firmino läuft da rein. Das macht er sehr gut. Oh ja. Oh ja, jetzt hat Firmino den Zug. Jetzt hat er den. Die Verteidiger passen alle nicht auf. Aber wieder einer im Weg. Ich hab's genau gesehen. Warum stecke ich denn da nicht durch? Ich depp. Ah, 37 Minuten rum. Und wir schießen den eigenen Mann an. Ron-Robert Zieler denkt sich dann auch, wunderbar, dann brauche ich, wenn sie eingreifen. Tesca, Ibarbo arbeitet. Und das hat er gut gemacht. Der Laufweg, den er da blockiert hat, war nur er. Und da sieht das nicht passieren, weil der einfach den Ball da vorbeilegt und vorbeigeht. Das ist das große Problem der Zeit, was er einfach hat. Goretzka. Kommt er dran? Nein, kommt er nicht. Alles kein großes Problem. Problem, Zühle. Klärt dann so ein bisschen hinten rum. Schlecht. Eckball für den Gegner, der erste in diesem Spiel von Pripp. Ja, kurz gehen wir dabei, ne? Ah, der kommt kurz. Das ist natürlich ganz hervorragend. Oh, Alter! Was ist denn da nicht richtig? Einen schönen Check gemacht. Kann man ja mal machen. Ich gehe nicht dran wegen Elfmetergefahr. Da ist er drin. 1:0 für Hannover 96. Toll, gut gemacht. Jimmy Briand sagt danke für die Passivität bei uns in der Abwehr und natürlich für mich wieder ein klares Foul da unten an der Eckfahne, wo er einfach mit der Schulter wegflext ohne Ball. Super. Süle ist dann raus, dann kann die Flanke erst so wirklich entstehen. Ja, natürlich ist er dann drinne. Schöne Flanke war es dann ja auch vom Pripp und auch ein schöner Kopfball, ne? Zweites Saisontor für Briand. Das ist ganz toll für ihn, für uns nicht so. Jetzt müssen wir eben dagegen halten. Direkte Antwort über Roberto Firmino. Komm, direkte Antwort. Er geht. Jawohl, holt einen Eckball raus. Immerhin. Eckball. 4 Minuten gibt es obendrauf in der ersten Halbzeit. Meier mit dem Eckball. Ibarbo mit dem, ja, Halbschuss. So spielt er im Moment dann eben auch, Victor Ibarbo. Wie ein Halbschuss. Aber er bleibt drauf. Ich muss ihn endlich wieder dazu kriegen, dass dieser Fickbalken da weggeht nach unten. Und das geht nur, wenn er spielt. Sonst haben wir echt ein Problem. Zumal wir heute auch nicht die Alternativen haben, die fit sind. Bittencourt. Briand macht er gut. Eieiei, Tesca. Jetzt muss Süle kommen und Süle kommt entspannt anscheinend. Ja. Da sollte Matt Ryan jetzt aber auch sein. Den hat er. Aber ich denke, wir brauchen sie mehr schnell machen, aber ich versuch's eben mal. Ja, war klar. Halbzeitpfiff. Vollkommen indiskutables Ergebnis. Eine Farce eigentlich. Wir machen das Spiel. Der Gegner das Tor wie immer auf Legende. Und damit steht's 1:0 für Hannover. Wir wechseln auch nicht. Wir spielen direkt weiter. Und gucken, was hier heute noch drin ist. Meier.
Gut gemacht, Gacha. In der ersten Halbzeit nichts von gesehen. Der legt er sich viel zu weit vor, übermotiviert. Ach Gott, wenn die jetzt schon in der 50. Minute anfangen, die Bälle hinten rauszuschlagen, dann habe ich ja richtig Bock. Gacha hat er klasse gemacht jetzt. Guter Antritt. Ah, und dann kommt der Ball nicht. Beziehungsweise dann verhält sich die KI auch schlecht in Form von unseren Spielern. Ibarbo. Ja, muss einfach mal einen lassen. Vielleicht kommt er durch. Kommt er. Zieler ist da. Schade. Guter Schuss von Ibarbo. Aber der hat eben das Glück einfach im Moment nicht. So, Halilovic kommt da rein. Der wollte den verlängern. Wollte er. Sobiech von Kimmich gestört. Ja, dann spielt er den da rein. Den kann er überall reinspielen, nur nicht da, ne? Dumm. Ballverlust. Briand. Jetzt muss Kimmich hinter Briand her. Ja, genau das wollen die. Genau so spielen die jetzt schon. Versuchen jetzt schon, hier auf Zeit zu spielen. Die Säcke. Süle. Jetzt Halilovic. Komm. Jetzt geh doch auch einer. Ihr Vollidioten. Ach komm, Idioten. Ach komm, ey. Jetzt gehen sie nicht da rein in die Lücken. Ja, muss Halilovic den bringen. Ibarbo ist frei. Ibarbo. Ja, das ist es eben. Verdammte Scheiße. Ja. Das tut einfach auch weh dann. Das sind gute Spielzüge gewesen. Und Ibarbo macht den normalerweise im Schlaf. Zumindest aufs Tor. So, 8 Torschüsse, 0 mal drinne. Und die schießen einmal wirklich aufs Tor und machen den dann auch. Das andere war eine Rückgabe an Ryan. Stindl gegen Gacha. Oh, hat er sich schön durchgesetzt, der Stindl. Ey, wieder so ein dreckiges Foul da. Dreckiges Foul da. Wo er den Mittelfeldspieler mit rausnimmt. So, jetzt komm. Jawohl, Firmino. Komm, Ibarbo, trau dich. Ibarbo geht, Firmino kommt auch. Dran. Ach, das gibt's gar nicht. Das gibt es gar nicht. Ah, oh, pfeift der wieder faul. Ja gut, Vorteil läuft. Stindl will den Ball haben. Oh nein, Mann! Jetzt aber. Raus da. Ey! Das gibt's doch gar nicht. Die Jungs müssen jetzt richtig beißen. Und das machen sie auch. Ja, war klar, dass er da wieder pfeift. Das ist so lächerlich, Mann! Mann! So lächerliche Pfiffe! Egal, wir müssen jetzt hier aufpassen. 65. Minute. Ja. Da müssen wir wieder aufpassen. Kannst du da nicht dran gehen? Gibt es wieder Elfmeter, ne? Ja, genau jetzt. Genau, da habt ihr das gesehen. Da war der Fuß nämlich schon auf dem Weg. Also laufen wir nur hinterher und versuchen, den Ball abzuschirmen. Und da kommt so ein Eierschussball raus. Das ist okay. Wir gehen jetzt mal eben rein. Müssen gucken, was wir noch auf der Bank sitzen haben. Einen Finne, einen Bauer, einen Gaudino. Ja, wenn dies rausreißt, ist die Frage. Wir können für Goretzka eben mal Finne bringen. Vielleicht passiert ja noch was auf der Seite. Aber ansonsten wird es natürlich jetzt auch langsam eng. 68 Minuten sind durch. Wir machen dann einfach auch das Tor nicht. Ibarbo mit 5 Torschüssen oder 6 vielleicht sogar. Aber er macht ihn einfach nicht. Jawohl, jetzt hat er sich den Ball, jetzt hat er den mal schön behauptet. Ibarbo. Aber gegen 5 wird es dann auch schwierig. Jetzt kann er vielleicht mal schießen. Nein, kann er nicht. Roberto Firmino vielleicht. Der tippt auf und geht drüber. Meine Fresse, was ein Scheiß. Wir sind die klar bessere Mannschaft, nur wir belohnen uns nicht. So, jetzt stellen wir sie auch zu direkt, dass Zieler lang muss. Das muss er so dementsprechend auch. Und Süle ist da, das ist wieder Ibarbo. Das ist Meier jetzt. Jetzt kommt der Chip auf Kimmich. Ach. Ich will doch nur Ibarbo haben und krieg den Falschen da. Scheiße. Kadermann. Kontert einen ausgelaugten Halilovic aus. Ja, da geht natürlich nichts mehr. Und natürlich, der kriegt dann auch, die machen seit 30 Minuten nichts anderes mehr, als den Ball da hinten rauszuspielen. Ich muss die Doppel-6 neu besetzen. Grimaldo und Gaudino kommen rein. So, und jetzt volles Rohr. Alles auf Angriff. Vielleicht ist es auch gleich unnötig. Ach, das gibt's gar nicht. Süle. Süle wird wahrscheinlich mit nach vorne gehen, fürchte ich. Finne, erste Ballaktion. Ibarbo. Jetzt haben wir den Raum offen. Gut gespielt. Ist denn da gar keiner mehr? Doch, Firmino. Finne. Oh, zu steil. Ich wäre wahnsinnig. Das gibt's doch gar nicht. Warum legt er sich den Ball da 8 Kilometer vor? Ach komm, ey. Solche Chancen werden dann ausgelassen. Das ist natürlich dann auch... Ist das jetzt mangelnde Erfahrung? Eigentlich ist das vollkommen... Indiskutabel, da über mangelnde Erfahrung zu reden. So, und wieder hat Hannover genau das, was sie wollen. Jetzt geht der Ball nach draußen. Ach, wie toll das geskriptet ist, dieses FIFA-Spiel. Ist einfach immer dasselbe. Aber du kannst es halt auch schwer verteidigen. So, jetzt ist Meier.
Oh ne, Zieler ist vor allem. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist Meier schneller als der Rest, aber Zieler hat uns dann gezeigt, wo der Bartel den Boss tut. Noch ist Zeit, Leute, noch ist Zeit. Finne? Auf Meier, Meier. Ibarbo. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Guckt euch das da hinterher an. Ach komm, ey. Ach Mann. Das ist so eine Slapstick-Scheiße manchmal. Ja, natürlich können sie jetzt auch kontern gegen zwei da hinten. Dann setzt er sich natürlich auch noch durch die Ratte. Gacha. Komm, zack. Weiter. Gaudino. Oh, jetzt muss er den Ball da hoch zu Finne kriegen. Den kriegt er da hoch. Da hoch. Den kriegt er da hoch. Ah! War einfach nur ein Foulmann. Ach komm! Das ist doch nicht wahr hier! Arschloch! Entschuldigung, wenn ich es mal so offen sagen muss hier. Ich weiß, es sind Zuschauer dabei, die noch keine 12 sind, aber die können alle schon Arschloch sagen, bevor sie wirklich im Kindergarten sind, du. Firmino. Es klappt aber auch nichts. Ibarbo. Ake? Okay, Ake habe ich jetzt komplett... Scheiße. Habe ich jetzt komplett unterschätzt. Jetzt ist die Scheiße hier vorbei. Erstes Spiel wie immer. Normal muss ich da gegen Computer einfach so ein Spiel machen. Unglaublich, ey. 1-0, die Niederlage ist ein Witz, ist das? Es ist ein Witz und so verlieren wir halt immer. Oder zumindest sehr oft. Und das nervt zumindest sehr oft. Und das nervt mich total. Ja, Weiser meckert rum. Genau, kann man ruhig auch mal machen. Und wir sind jetzt Sechster. Das ist okay. Zwei Niederlage. 5 Tore hat einfach erst gemacht. Das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Das liegt natürlich an Ibarbo. Ja, genau, da vergisst er wieder das Tore schießen. Der hat einfach schon lange nichts mehr getroffen. Jetzt gucken wir mal hier eben rein. Ist das ein interessanter Spieler für uns? Zumindest, Okoda ist zumindest aggressiv. Mundspieler, man kann das ja nicht wissen. So, Smalling, glaube ich, der kostet eh viel zu viel Geld. Spieler von Manchester United ist auch ein bisschen unrealistisch. Abel Hernandez. Ne, mit den Werten wollen wir nicht kommen. Nee. Papis Demba Sissé. Mal beobachten tun wir den ja mal, weil schießen kann der Junge ja, ne? So, den brauchen wir nicht. Ryan Bertrand brauchen wir auch nicht. Da haben wir jetzt einen guten Taylor nicht. Gomez. 120 Gehalt, 83, aber es ist halt auch Gomez, ne? Komm her, den machen wir auf der Wunschliste. Ey, wenn wir Gomez holen könnten, das ist ja gar nicht so unrealistisch in dem Alter. Adebayor, auch ein interessanter Spielertyp. Eigentlich auch ein geiler Typ. Machen wir auch mal auf die Wunschliste. Andrea Adriano ist eh drauf. Der Vertrag läuft aus. Den wolltet ihr ja letztes Jahr schon haben. Das wär's natürlich. Ja, den Rest ist okay. Das ist 6-mal in Folge. Und jetzt kommt auch noch Leverkusen. Das ist natürlich mega geil, weil wir haben jetzt einfach eine ganz komplett abgefuckte Mannschaft, glaube ich, vom Fitnesszustand her. Eieiei, jetzt haben sie auch noch alle ein Däumchen da unten hier stehen. Das ist natürlich super. Firmino angeschlagen in Barbo. Also seht ihr, so richtig Power hat kaum noch einer. Ja, wir nutzen das jetzt aus. Wir spielen jetzt auch mit dem anderen Torwart mal. Also Ryan hat nichts falsch gemacht, keine Frage. Aber wir wollen den anderen Torwart mal bringen. Jetzt bringe ich auch mal Weiser für Sorg. Und Kacza für Halilovic, weil der ist wirklich platt. Für Goretzka. Müssen wir eben gucken, wie wir hier nehmen wir Klostermann mit. Dann nehmen wir für Kimmich, nehmen wir den Bauer mit. Der Rajkovic kann auch mal spielen. Rajkovic kann für Ake oder viele, welcher hat weniger Kraft. Ake, glaube ich. Dann muss er eben für den spielen. So haben wir ein bisschen rotiert zumindest. Und den Maxi Meier sollten wir eventuell auch runterholen und Roberto Firmino zur Halbzeit oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie das Spiel läuft. Jetzt wollen wir auf jeden Fall wieder gewinnen. Ist schon bitter. Also das ärgert mich gerade maßlos, weil das wirklich auch mit unter einem Victor Ibarbo liegt, der da 5 Torschossen hat und keine macht. Und natürlich ist das so, wenn der Feind da unten ist. Nur, wie sollen wir den wegkriegen? Das ist ja das nächste Schlechte am Karrieremodus. Die Form, die verliert sich ja dadurch. Der kommt ja nicht zurück, wenn sie nicht spielen. Manchmal ist es ja, bei dem echten Managerspiel war es immer so, da hast du 2 Wochen gewartet, dann hat er die Form im Training wiederbekommen und dann war alles gut. So, hier haben wir schon mal Leverkusen. Okay, die haben eine, wie spielen sie heute? Ja, überraschend im 4-2-3-1 mit der, haben aber ein paar Leute. Caldirola von Bremen, das ist ein neuer Spieler, also die haben zumindest so ein paar Transfers insgesamt getätigt, das ist ja schon mal etwas. Und wir im Regen, heute gehen wir gleich auf Kapelle, wir wollen hier unbedingt... rocken. Wir müssen gewinnen. Wir sind ein bisschen unter Druck jetzt. Gaudino
Ibarbo, das heißt immer unter Druck, weiß ich nicht. Ibarbo lässt jetzt einfach mal gleich einen. Jawoll, gut gehalten. Ich denke mal, Leno steht da im Tor. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ne, Leno spielt ja bei Real Madrid. Ist auf jeden Fall ein neuer Torwart. Max Meyer mit dem anschließenden Eckball. Goiko Kacar daneben. Aber wir sind da. 3 Minuten sind rum. Und wir hatten schon eine gute Torchance über Ibarbo. Muss man auch mal machen, ganz ehrlich. Von da schießen zwischendurch. Irgendwann geht er wieder rein. Ich habe Vertrauen in ihn. Müssen wir auch haben, weil er einfach unsere große Hoffnung ist, auch für die Champions League. Meier. Gut, auf Firmino. Firmino, schieß, Junge. Wieder einer dran, das ist doch nicht normal. Wieder abgefälscht hier. Also wir haben aber auch echt einen Lauf im Moment. Süle. Den finde ich ja Weltklasse. Und jetzt Kacar, volles Risiko. Kacar! Ach komm, der muss doch jetzt aufs Tor kommen, Mann. Goiko Kacar, ja, da muss er nicht die Hand hochnehmen, Amateur. Kacar verzieht hier in der 7. Minute die zweite aussichtsreiche Chance für uns. Ah, ist bitter. Süle, wieder hinten. Da ist er gefordert. Ah, Meier. Hallo. Der pfeift das nicht, das kannst du vergessen. Da kriegt der den Ball, Alter. Los. Jetzt aber hier Rajkovic gegen Son. Son ist schnell. Rajkovic ist da. Sehr gut. So, Max Meier. Vergiss das da unten auch noch anders. Ey, jetzt kritschen die hier. Ich werd wahnsinnig. Gacha, guter Ball für Firmino. Der ist schneller als immer. Toprak. Kann er den reinlegen für Ibarbo? Kann er. Und Ibarbo macht endlich das Tor. Erste Saisontor, Mann. Victor Ibarbo. Von wegen 6 Spiele. Der hat ewig nicht getroffen. Ich bin der Meinung, der hat seit mindestens 10 Spiele getroffen. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, erstes Saisontor. Also von wegen, ne? Victor Ibarbo trifft endlich wieder. Mein Gott. Und gut gespielt auch hier dieser Angriff. Endlich mal ein Tor von Ibarbo. Jetzt muss es aber auch Klack machen, Leute. Victor muss wieder kommen. Oh wei, das war stark gespielt. Donati, Rajkovic muss raus. Kramer. Ja, Christoph Kramer ist ja ein Leverkusener. Der jetzt aber auch den Ball hier mal verliert eben. Ah, das war ein bisschen ungestüm von Firmino. Der aber auch ein bisschen Kraft sparen will, ist doch klar. Ist doch klar. Gonzalo Castro, guter Ball hier. Meine fallen um wie die Fliegen. Und das liegt ja nicht immer nur an der Kraft, weil das war, glaube ich, gerade Süle, der da umschlägt. Super Zweikampf. Firmino. Meier. Sind überall die Hunde. Ibarbo, jetzt spielen durch. Macht er auch. Finne. Ibarbo auf Finne, scheiß Annahme, muss schießen, ja, und dann ist wieder der Keeper da. Ach, Finne, hat Pech, weil er eine scheiß Annahme gemacht hat. So, macht das. So, Meier, nächster Eckball. 6:0 Torschüsse gegen Bayer Leverkusen. Firmino! Oh. Ich krieg die Krise. Wir haben jetzt nicht gerade einen Chancenlauf, dass wir unsere Dinger da machen. Costil steht da im Tor. Ach Gott, Costil ist es, okay. Jetzt wissen wir es auch. Also das war nicht Leno, weil der ja bei Real Madrid spielt. Das ist mir schon aufgefallen. So, der nächste Angriff hier unten links ist anscheinend momentan eine gute Idee. Meier, Ibarbo, Meier. Oh Mann, dieses scheiß Wetter. Kommt denn jetzt auch noch ein Spieler? Da kommt einer. Geht da rein, Gacha geht da rein. Alter, die grätschen sich einen rein und jede Grätsche kommt bei denen. Das ist das Geilste. Und bei uns hier, Alter, wir kriegen sofort rot, weil unsere Grätschen nicht kommen. Aber gut, wir sind halt auch nicht computergesteuert, wir sind halt Menschen, ne? Kiesling macht das hier gut, Gaudino kommt zur Hilfe. Da muss der Ball raus auf Son. Alter, Weiser, lauf doch einfach innen rum, dann hast du ihn abgelaufen. Das verstehe ich nicht. Oh, Abpraller! Abpraller von Blum, aber Gott, der ist 16. Da wird das hier richtig gefährlich. Durch Blums Abpraller. Blums Abpraller, das war nicht geplant. Weiser, der hat natürlich Pfiff. Gut durchgesteckt, Finne, Ibarbo. Ja, Firmino geht. Kriegt ihn. Firmino, zweimal. Firmino! Ach, spiel rüber! Das gibt's gar nicht. Ah, Mann, ey. Ich habe auf Elfmeter spekuliert, muss ich ehrlich zugeben, wo er berührt hat. Gut gemacht jetzt aber wieder von Leverkusen. Wir müssen aufpassen. Jetzt fängt das Spiel an, auf beiden Seiten zu laufen. Nachdem wir schon 8 Dinger verballert haben, fängt jetzt auch Leverkusen an, Fußball zu spielen. Aufpassen, da ist keiner, da kommt aber einer. Natürlich! Ich hätte jetzt so gedacht, natürlich. Das hätte wieder genau gepasst. Kannst den Ball nicht kontrollieren, und Kiesling flammt ihn rein, du. Eieieiei, Riesenchance für Kiesling. Glück gehabt, dass wir nicht den Ausgleich kassieren und das wäre verdient, weil wir zu blöd sind, Tore zu schießen. Hat Meier gut gemacht. Jetzt müsste er sich mal trennen. Alter!
So, das können wir auch. Jetzt reicht's aber hier. Hier haben die irgendwie. Die haben doch Red Bull getrunken, oder? Ha! Wortspiel. Firmino? Leverkusen scheint Red Bull zu trinken. 45 Tacklings in der Minute und alle kommen, Alter. Haha. Gaudino. Firmino. Ibarbo. Ach, das geht doch gar nicht. Victor Ibarbo. Mann, der ist 5 Meter größer und kommt nicht an den Kopfball dran. Depp. RB scheint sich so ein bisschen gefangen zu haben. Ey, meine Güte. Das ist doch nicht normal, was die da rumgrätschen. Und wieder, ne? Und wieder gewinnen die den Ball über Bender da. Und der spielt ihn zum Glück Katscher in den Fuß. Finne, Firmino, Ibarbo. Barbo, komm. Nein! Nein, nein, nein. Leute, das ist unglaublich. Kostil ist erneut da. Kostil, der macht es uns richtig schwer. Richtig schwer. Meier. Ablage, Süle, Niklas Süle, Kostil. Ach, da steht dann wieder keiner von uns. Das ist schade. Wir müssen hier richtig arbeiten für die Ergebnisse, ne? Gaudino. Firmino. Firmino. Ibarbo. Ball ist weg. Kiesling. Das ist, glaube ich, Son. Weißt du, und wir kriegen ja keine Grätsche hin. Bei denen klappt halt immer dann auch alles. Ich will aber auch mal einen. Jawohl, jetzt haben wir einen weggegrätscht. Gibt auf jeden Fall aber gelb. Das ist schlecht. Und jetzt ist Halbzeit, denke ich mal, nach dieser Aktion hier. Jawohl, es ist Halbzeit. Übelste Grätsche hier und Grätsche hier unten. 1-0 zur Halbzeit, guckt euch auf die Torschüsse an, das ist unnormal. Das ist unnormal, wie man so schlecht sein kann wie ich im Moment. Und ich sag bewusst ich, nicht wir, sondern weil ich bin der Schlechte. Oh Mann. Egal, weiter geht's, zweite Halbzeit. Ich bin noch voller Hoffnung, dass wir an dieser Leistung anknüpfen können. Kramer macht das jetzt hier mal gut. Das ist Kiesling. Das ist viel zu einfach. Weiser hat schon gelb. Bender. Ja, du kannst ja nicht hingehen. Çalhanoğlu. Jetzt kannst du hingehen und hast da noch... Das gibt's gar nicht. Da kommt er einfach wieder an den Ball. So, also FIFA will mich hier richtig ärgern derzeit, finde ich zumindest. Finne. Firmino. Ibarbo. Oh, jetzt hat er mal Platz. Und die Sprintgeschwindigkeit, die sollte er ja nicht verloren haben auf dem Weg. Na, jetzt kommt der Ramp von hinten. Nein, wieder einer drin. Das ist doch unnormal. Leute, seid doch mal ehrlich. Das ist doch unnormal, oder? Roberto Firmino. Das ist eine Top-Chance. Und wieder ist irgendein Hans dazwischen. Wie schnell das auch geht bei denen dann. Süle. Finne. Jawohl, bietet den Doppel an mit Gaudino. Der ist schwer. Aber Finne. Ja, wie soll das auch gehen? Gegen Castro, der ist 1,30. Finne ist viel größer, aber Castro setzt sich halt einfach durch. Rajkovic, jawohl, Junge. Nein! Ach Gott. Was ein Scheißspiel von uns. Wir haben so viele Dinger schon verballert und dann verlieren wir auch noch die Bälle so leicht. Rajkovic in die Kette zurück, du Heinz. Ja klar, lauf ihn wieder um. Ja, da kann er ruhig köpfen. Das ist kein Problem. 60. Minute, ein mega konfuser Auftritt, eine mega konfuse zweite Halbzeit. Ein Getrete. Aber zum Glück pfeift der Schiedsrichter nicht so viel ab. Oh Mann. Der will Gaudino mit der Hacke spielen. Ey, sag mal, das ist doch unnormal. Das ist doch jetzt auch mal mindestens eine gelbe Karte. Und er kriegt gar nichts. Das ist unnormal, von hinten da reinzugehen. Ich habe schon so wenig Spieler, Mann. Oh, jetzt komm ab. Kannst du vergessen. So ein Scheißball. Aber Ibarbo bleibt ja eh stehen. Jetzt. Ah. Oh, Weiser gegen Castro. Oh, der hat sich das Knie draufgehalten auf den Ball. Das ist mal Einwurf. Nee, ist sogar Eckball, okay. Eckball für Leverkusen. Jetzt wird es wieder gefährlich. Ich kriege wieder nicht einen gescheiten Spieler. Weiser, mit Weiser kannst du den köppen. Jawohl, Blum ist da. Okay, jetzt will keiner einen Gegenzug starten. Dann müssen wir neben hier hinspielen. Katscha. Finde. Ey, der grätscht der doch schon wieder da unten. Der ist doch mal. Haben die eine Meise oder was? Firmino. Das ist ja unnormal. Das ist ja unnormal, dieses Grätsch-Festival. Jetzt gib dem doch einfach mal eine rote Karte langsam. Damit die Scheiße aufhört. Ja. Der Rummenigge würde sagen, wir müssen unsere Spieler schützen. Also Leverkusen ist hier übermäßig aggressiv. Ganz ehrlich. Übermäßig aggressiv. Das sind 36 Meter. Wisst ihr was? Ich mach's einfach. Hätte sein können. Egal. 71. Minute, wir können jetzt auch mal wechseln, denke ich.
Was haben wir denn noch draußen? Wir haben noch Sandro. Ja, für Ebarbo jetzt mal. Vielleicht noch. Nee, für Firmino muss ich den bringen. Ist einfach so, weil Firmino platt wirkt. Und Sandro kann Mittelstürmer spielen. Goretzka kann der. Was kann der Goretzka ja spielen? Ja, der kann nur außen. Okay. Aber ich muss auch außen den Meier mal erlösen. Das ist einfach so. Der Bauer kann auch damit spielen. Dann kann Sandro über den Flügel kommen. Genau, so machen wir es. Sandro kann ja Flügel spielen. Welche Seite kann Sandro? Ja. Gut, Finne wechselt die Seite. So, neue Kräfte braucht das Land. Unsere Talente müssen jetzt die letzten Minuten zusammen mit Ibarbo reißen. Kostil mit dem gefühlt 20. Abschlag in diesem Spiel. Ja, wir sind die bessere Mannschaft, aber davon kannst du dir in der Regel nicht viel kaufen, wenn du nicht das Spiel auch gewinnst. Weiser. Und ein Tor, das spricht einfach auch für unsere bisherige Saison, ne? Ein Tor ist einfach zu wenig. Ibarbo, Sandro, der ist frisch und muss drauftreten, weil das Zuspiel schon wieder nicht gescheit kommt. Şalhanoğlu, Castro, Şalhanoğlu. Komm, Sandro, den Sprint musst du gewinnen. Zurück, jawohl. Klasse von Sandro gemacht. Oh nein! Das war zu weit. Den wollte ich in die Mitte chippen. Aber jetzt, Ibarbo klaut den, Ibarbo klaut den. Mach ihn einfach, haut den, mach ihn einfach. Ja, 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 ja. Er ist zurück. Unsere Maschinenpistole ist zurück. Victor Ibarbo macht das Tor. Meine Fresse, ich bin erleichtert. Ich bin erleichtert. Ach, da klaut er ihm den Ball wunderbar. Ich glaube, es war Seifengidis oder wie er heißt. Victor Ibarbo. Ach du Scheiße. Jetzt nutzen wir das eben auch aus und wechseln zum dritten Mal. Wen haben wir noch auf der Bank, der wenig Einsatzzeiten hatte? Bisher Klosterman. Bringe ich jetzt für Süle noch, damit der auch mal wieder gespielt hat. Zumindest dann bei der nächsten Unterbrechung. Also zwei Tore sollten doch jetzt reichen. Wir haben mal zwei Tore in einem Spiel in der Bundesliga gemacht. Das haben wir lange nicht erlebt. Und wie gesagt, das steht und fällt natürlich mit Ibarbo und Firmino. Das wissen wir ja auch alle. Ne? Wir sind jetzt nun mal nicht der Club, der 80 Millionen hat, um 5 Stürmer zu verpflichten. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Wir brauchen ja Breite im Kader. So, jetzt kommt er rein. Der Klosterman für Süle. So, dann laufe ich einfach weiter. Jetzt treten wir mal drauf. Zack. Auf Rajkovic. Was macht denn Slobodan Rajkovic da vorne? Wenn wir ausgeglichen zurückstellen. Ich glaube, dass der was genommen hat. Hallo, geh doch mal aus dem Abseits zu Klobis. Ja, er ist halt Verteidiger. Man weiß ja nicht, was offensives Abseits ist. Ja? Was jetzt? Oh, reicht das für uns? Das hätte ich nicht gedacht. Ist denn hier auch außen? Ah ja, wunderbar, da ist ja einer. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Sandro. Weiser. Sandro, scheiß Ball von Weiser. Ja, den muss er einfach nur in Lauf spielen, da kommt er an. Und Weiser hat vorher noch geknetet, er hätte keine Chancen. Und wenn er dann spielt, dann spielt er so. Na ja, gut, er ist halt auch eher so der Joker, finde ich. Gacha gegen Kiesling. Ganz entspannt holt er den. Rajkovic, Finne. Ja, jawohl, jetzt klappt das. Sandro, Weiser. Weiser ist heiß. 5 Minuten extra Zeit. Ja, hat er behauptet den Ball? Sehr schön. Chip ist da. Nein, Ibarbo kommt nicht hin. Ibarbo stand aber auch da so ein bisschen wie ein Duschvorhang gerade. Toprak. Immer Toprak. Der rennt jetzt schon mit nach vorne. Jetzt ein Ballgewinn und alles ist offen. Was war jetzt? Warum pfeift er denn jetzt? Hat er ja nicht gepfiffen, aber warum zeigt er da faul an, bitte? Klostermann. Gut von Weiser. Und jetzt ist Schluss. Jawohl. Ganz wichtiger Sieg gegen einen ganz starken Gegner. Leverkusen 0, RB 2. Gott sei Dank. Und wir sehen das ja an den Schüssen, Leute. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Und hier sehen wir vorbei. Und hier sehen wir diesen verrückten Ibarbo. Ja, und alle haben eine 6er Durchschnittsnote im Moment. Ne? Also im Moment ist so ein Formtief hier, um uns zu spüren. Und da müssen wir jetzt durch. Die zweite Saison ist immer die schwerste. Das kennen die Aufsteiger ja alle. Da bist du dreimal Meister. Das ist scheißegal. Es ist verdammt schwer. Und jetzt kommt Zenit St. Petersburg, Leute. Ich lobe jetzt insbesondere Victor Ibarbo. Ja? Und ich möchte kein Nationaltrainer werden. Ich lobe ihn jetzt einfach mal explizit für dieses Spiel. Er ist unser Star und er muss es auch zeigen. So, aktuelles aus Italien. Ich denke, wir haben jetzt auch dann genug abgegrast, muss ich auch mal zugeben. Bevor wir uns dann gleich der
Champions League-Tabelle nochmal geben. Die gucken wir uns eben noch an. So ein Typ, den kann ich doch nicht verpflichten, weil ich nicht aussprechen kann. Oh, Insigne auch. Aber so viel Geld haben wir gar nicht, dass wir die Spieler alle verpflichten könnten, oder? Wer ist er denn hier? Fett Fazidides, Alter, von Genua. Supergeil, den beobachten wir auch mal. Geil, den beobachten wir auch mal und setzen auf die Wunschliste. Dadic ist natürlich auch eine Maschine, aber den beobachten wir mal. Wunschliste. Alter Falter, das ist jetzt aber ganz hübsch. Das wollen wir nicht. Serzi wollen wir nicht. Mittelstürmer brauchen wir keinen. Agassi brauchen wir nicht. Packard mit 17 bekommen wir eh nicht. Vargas brauchen wir nicht. Wollscheid lassen wir raus. Bei Dominguez weiß ich nicht mehr. Ah ja, bei Dominguez ist es. Da wissen wir ja schon Bescheid. So, wie gesagt, also jetzt haben wir auch genug. Ich rufe die Scouts jetzt mal zurück. Wir haben jetzt genug Spieler, über die wir uns im Winter unterhalten können. Wo ging denn das wieder mit dem Zurückrufen? Das habe ich auch so selten gemacht irgendwie. Ich glaube, globales Transfernetzwerk. Genau. Scout managen, Scout zurückrufen, Scout managen, Scout zurückrufen. Wunderbar. So, das haben wir gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal die Champions League an hier. Dam, 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 hier. Wenn sie denn dann kommt. Da ist sie. Ihr seht es, also, wir haben ja gegen PSG verloren. Und wenn wir Zenit jetzt schlagen, dann sind wir richtig gut dabei. Und das wäre natürlich jetzt mega. Das ist jetzt mega. Da musst du jetzt gucken, dass du den Spagat hinbekommst, ne? Liga oder eben Champions League. Was ist dir einfach wichtiger? Und natürlich ist mir beides wichtig. Jetzt habe ich wieder mal ein WLAN-Problem. Das ist schön. Und hier unten am Regler wollte ich ja noch was verändern. Genau. Das Gehaltsbudget komplett auslasten. Und ich hoffe, dass wir durch die Champions League und Pokale noch ein bisschen Geld dazu bekommen. Jeden Cent, den können wir dann in Spieler stecken. Momentan können wir maximal ein oder zwei Ablösefreie holen. Aber egal, wir haben jetzt schon mal eine gute Übersicht da. 2-3 wären super. So. Wir spielen natürlich in Weiß. Wir ziehen da die geilen Blauen an, die finde ich richtig gut. So, guck mal an. Von nix auf ganz hoch geht bei Ibarbo die Form. Halilovic ist nicht in Form, Halilovic ist nicht in Form, Halilovic wird aber spielen. Ich werde die beste Elf stellen. Hinterher Lampard. Lampard darf sich weiterhin die Tribüne angucken. ZM. Sturmseite, alles besetzt. So können wir in die Champions League gehen. So können wir das Spiel gewinnen, Leute. Absolut, auf geht's. Zenit St. Petersburg gegen RB. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin jetzt heiß, dass wir dieses Spiel gewinnen. Mehr geht da gar nicht. Ich bin mega heiß. Ich bin mega, mega, mega heiß. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz dazu äußern. Sowas wie Livestream werdet ihr in Zukunft öfter sehen. Das verspreche ich euch. Halt nicht jede Woche, aber ich werde es über Facebook immer wieder ankündigen. Daher, Leute, Facebook und Twitter könnt ihr euch einfach bei uns holen. Dann könnt ihr gucken, was es wann gibt. Den Uploadplan der nächsten Tage, den gibt es da demnächst auch. So, jetzt aber ins Stadion. St. Petersburg, wir sind zu Gast bei Zenit, Und jeder weiß, dass das eine ganz unangenehme Truppe ist. Hulk spielt da unter anderem, also Hulk, wie auch immer, da ist er. Und ich glaube, Arshavin spielt dort auch noch. Gucken wir gleich mal in die Aufstellung rein. Garay kennt man. Ist das Ancelotti, der da auch spielt gerade? Ja, Ancelotti spielt Dani, Schatov, Hulk und Rondon. Also, das ist schon eine gute Truppe. Aber, hier, wir haben nichts zu verschenken. Sehr offensiv, ich will gewinnen. RB von rechts nach links, zweites Champions League-Spiel, das ist das, wofür wir letztes Jahr gearbeitet haben. Den Meistertitel, das ist nur die Krönung gewesen, aber hier, die Königsklasse zu spielen mit RB, das ist Wahnsinn. Und es hat jemand von euch geschrieben, die RB-Karriere wird langweilig, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, aber das ist auch, ich gönne natürlich denjenigen seine Meinung, das soll es ja auch sein. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil das ist ja die Mannschaft, mit der wir hier was aufgebaut haben. Mein Lieber, ja, natürlich hatten wir ein bisschen mehr Geld in der ersten Phase und wir haben auch jedes Jahr 20 Millionen oder so zur Verfügung. Aber Leute, das habt ihr mit Gladbach oder das habt ihr mit jeder Mannschaft, die einmal europäisch gespielt hat, auch. Ne? Und ich denke, wir haben hier sehr viele tolle Spieler drin und die sind jetzt einfach wert, Champions League zu spielen. Oh, Ballverlust von Kimmich gegen Hulk. So, jetzt haben wir uns genug in Rage geredet, jetzt wollen wir uns auf das Spiel konzentrieren. Meier. Oh, der wird abgefangen. Das wäre sonst ein sehr gefährlicher Ball geworden.
Also Zenit zeigt aber auch gleich hier. Ihr bezahlt schön Lehrgeld, das denken die sich zumindest. Zenit zeigt gleich, hier zahlt Lehrgeld, ihr, wir sind genauso heiß wie ihr. Meier. Meier zieht in die Mitte rein. Ja, Halilovic. Halilovic, den kriegt er dahin zu Goretzka. Torwart kommt. Oh, das war knapp. Den haben wir gut abgefangen. Ibarbo. Ja, hat er gut geholt noch. Gacha. Natürlich Ibarbo auch. Aber einer der wenigen von unseren Spielern, die wirklich viel Erfahrung haben. Meier hat ja auch schon mal gespielt, Goretzka auch, aber halt nicht in der Form wie die anderen. Firmino zum Beispiel, das glaubt man nicht, aber auch der hat ja keine internationale Erfahrung. Halilovic, da wusste ich nie, was ich machen sollte. Scheiße. Und am Ende kommt Scheiße raus. Schadhoff mit dem Konter. Meier ist in der Nähe. García, Ex-Man City-Spieler. Da ist er wieder am Ball gegen Goretzka. Ja, das lassen sie schön laufen, das Bällchen. Also mindestens hier ist ein Punkt, aber diesen würde ich dieses Spiel hier ehrlich gewinnen. Halilovic. Kommt er hin? Nein, oh, er läuft auch zu weit. Aber das war stark. Ja, hat er freie Sicht, geht ihm durch die Beine. Dazu ist er 16. Und da werden wir natürlich dann bestraft. Sind wir einzulinden? Schlecht für uns. Kimmich, direkter Gegenzug. Ibarbo. Ah, zu billig. Firmino läuft er ab. Sehr gut. Gacha. Wir müssen die Ruhe bewahren. Firmino. Gut dabei auf Gacha. Ja, das macht er sehr schön. Gut zurückgelegt auf Firmino. Golasso! Super Ding! Super Ding! Wir sind im Spiel. Erstes Champions League-Tor für RB Leipzig in der Karriere des Clubs. Roberto Firmino nach Gachas beherztem Antritt. Super zurückgelegt. Und dann ist gelegt. Und dann ist Firmino da. Volles Rohr und geil. Volles Rohr und geil. Platsch macht's. Keine Chance. Ja, wobei, ich weiß nicht. Auch der war nicht ganz unhaltbar, glaube ich. Aber einfach klasse. Ausgleichstor. Und so wichtig, Tor. Und so wichtig, dass wir das direkt danach liefern. Erstes Champions League-Tor, Leute. Historisches ist passiert für RB Leipzig. In der Fußballwelt. Und ich bin mal gespannt, ob der Brauseklub das in der Realität auch schafft. Ich gehe irgendwie davon aus, dass es eines Tages, passieren kann. Aber das hat man in Hoffenheim auch gedacht. Und Hoffenheim hat sich dann irgendwann besonnen und hat sich back to the roots verbessert. Egal. Das ist hier das falsche Thema. Ich habe nämlich nichts gegen RB, ich habe aber nichts gegen Hoffenheim. Ich finde es gut. Wenn ein paar potente Mannschaften da sind, die gute Spieler verpflichten können. Und nicht nur alles in Superstars investieren. Achtung, jetzt sehen wir alt aus. Oh, Hulk, ja. Meine Güte, was ist das für eine Abwehrleistung? Tag der offenen Tür in Leipzig hier. So eine Scheiße. Ganz grottenschlecht verteidigt von uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kriegen wir richtig Lehrgeld, ne? Muss ich so sagen. Und jetzt müssen wir noch ein Tor machen. Das ist ja schon unsere Stärke in dieser Saison, Tore schießen. Kimmich. Ibarbo steckt durch auf Kimmich. Kimmich ist offen. Ibarbo kommt nicht an den Ball. Weil wieder so ein Heini mit dem Arsch im Weg steht. Rondon. Firmino verfolgt. Gut. Gacha. Sorg. Also Gacha will Verantwortung übernehmen, das ist ja wohl klar. Sorg. Ja, Hulk, hat er gedacht, den macht er mal so frisch. Scheiße. Jetzt muss Ancaldi, Goretzka muss hinterher. Ah, den muss er doch kriegen, wollte ich gerade sagen. Den muss er doch kriegen und den hat er auch. Blumen, den schlagen wir mal lieber. Meier. Firmino. Ja, die Mannschaft kommt. Halilovic. Auch so ein bisschen im Formtief derzeit. Goretzka. Halilovic. Er muss es alleine machen. Macht er auch. Flanke kommt. Ah. Ja, wo der Schiedsrichter steht. Kimmich im Weg. Dadurch kommt Rondon an den Ball. Klasse. Firmino.
Kimmich, sehr schön. Die Jungs sind da. Das muss man einfach mal sagen. Hoppala, da sollte er gar nicht hin. Egal. Oh nein! Den hatte ich doch schon. Den hatte ich doch schon als Ball für uns verbucht, ey. Sehr gut. 5 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Gacha. Oh, wieder so ein Idiotenfehler von mir. Ake. Oh, gegen Dani. Ah, da sind sie stark, da sind sie stark. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jede Chance ist brandgefährlich von Zenit St. Petersburg. Eckball. Vielleicht bin ich auch ein bisschen übermotiviert gerade. Könnte natürlich auch so sein. Das war clever. Nieto. Ja, das bringt uns jetzt leider nichts mehr, weil jetzt pfeift er ab. Genau. Jetzt pfeift er ab. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. 1-2. Ja. Und verdient bisher, weil Zenit abgezockt ist. So kann man sagen. Und weil Blum einen ganz entscheidenden Fehler gemacht hat. Nämlich einen durch die Hosenträger kassiert hat. Halilovic. Immer habe ich immer das Gefühl, dass ich Gesundheit sagen müsste bei Halilovic. Goretzka. Firmino, zu kompliziert. Da vorne stellen sie uns auch richtig gut zu. Oh, da kriegst du permanent die falschen Spieler wieder da. Und dann ist auf einmal alles offen. Hulk. Rondon. Gacha kommt. Kann die Flanke aber nicht verhindern. Leute! Was gibt's da für einen Eckball? Weil der da hingeht, ist er voll Idiot. Eckball für Zenit. Mann, jetzt habe ich auch noch Stimme. Sorry. Ja, klar, nochmal. Das fehlt noch. Ich wollte es gerade sagen, Mann. Ich Babo alleine gegen alle. Gacha hat Platz. Aber der alleine gegen alle. Wir spielen auf voller Offensive und Gacha muss da alleine durch. Ja, und da wird abgelaufen. Irgendwann ist das klar. Wenn die Mitspieler fehlen. Was für eine Ballannahme von Meier. Meier! Schieß doch! Leute! Ich hab geschossen. Was soll ich noch machen? Ich hab geschossen. Egal, weiter geht's. Goretzka. Zack. Vorne rein auf Ibarbo. Gute Annahme. Ach, scheiße. So, Wechsel. 57 Minuten sind durch. Goretzka mal wieder mit einem schlechten Spiel heute, muss ich sagen. Er enttäuscht im Moment sehr. Finne wird kommen. Von Goretzka bin ich ein bisschen enttäuscht, was seine Leistung bis jetzt angeht. Doppelwechsel. Sorg. Da ist Halilovic. Den bringt er schön auf Meier. Nein. Und wieder steht mir der Schiedsrichter im Weg. Damit Kimmich. Damit Kimmich. Jawohl. Wenigstens den Konter verhindert. Nicht ganz unwichtig. Finne. Finne spielt Pressing. Sorgt zumindest dafür, dass sie nicht kontrolliert da vorne spielen können. Aber setzen sich dann in den entscheidenden Phasen trotzdem durch. Klasse Parade von Blum. Damit macht er sein Ei wieder weg. Ja, der war nicht zu verteidigen. Klasse gespielt. Kopfballduell gewonnen, da hast du keine Chance mehr. Hulk kommt kurz, Süle muss mit. Also, wenn Zenit kommt, dann kommen sie ja mit Macht, ne? Und da traue ich mich wieder nicht. Jetzt, da traue ich mich. Komm, hast du Meier? Jawohl, Junge. Guter Einsatz von Meier. Ake. Kimmich. Kimmich. Roberto Firmino. Alles klar. Roberto Firmino. Lehrgeld nennt man das. Und das ist das Bittere im Moment. Ich ahne, wie das Spiel ausgeht. Aber wir kämpfen weiter. Wir kämpfen weiter. Jawohl, Ake. Jetzt mal, komm. Ake geht jetzt durch. Der hat noch Power. Ey! Im Schuss wieder. Aber Meier hat den Ball, mehr oder weniger. Das ist doch... Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ey! Was ist denn hier los? Das ist unglaublich. Dani. Süle, sehr gut. Jawohl, Seitenwechsel zu Finne. Finne hat Platz. Ibarbo ist da. Aber Ibarbo ist der Einzige, der da ist, ne? In den Rücken von Firmino. Wieso denn die ganze Zeit eigentlich in den Rücken? Ja, wir kommen nicht durch. 76.
Was ein Scheißball schon wieder von Firmino jetzt. Das war der zweite oder dritte jetzt schon. Ja, das ist einfach dann auch zu wenig in der Champions League. Und guck dir diese Arschlöcher an, die spielen jetzt schon wieder auf Zeit hier. Das ist so ein Witz. Schon wenn ich so offen sage, das ist einfach so offen sage, das ist einfach nur lächerlich. Was ist jetzt? Ja klar, Meier kriegt jetzt gelb, ne? Ich weiß, ja, das ist so geil. Er wird da selber gefoult im 16er. Klarer Elfmeter meiner Meinung nach. Oder zumindest ein Freistoß davor. Und na, ja klar, wir kriegen die Karte, komm. Mach die Scheiße jetzt mal hier weg. Totaler Angriff. Gacha. Oh Mann, Gacha! Und dann so ein Schweineball. Zenit St. Petersburg klärt die Bälle hinten raus. Toll. Sorg. Da macht es auch richtig Spaß anzulaufen, wenn man gegen Zenit St. Petersburg anlaufen muss, weil die nur noch auf Zeit spielen. Das ist super. Finne. Komm. Bart Finne. Lass mal einen. Mach doch! Scheiße. Beste Chance eigentlich im zweiten Durchgang, muss man auch mal realistischerweise zugeben. Halilovic, bei Ecken sind wir so unglaublich unglaublich ungefährlich. Ibarbo. Sorg. Alter, auch in den Rücken gehüpft. Finne. Setzt sich hier durch gegen Garcia. Ja, da geht gar nichts. Da kannst du nicht schießen, da kannst du nicht passen, da kannst du gar nichts machen, weil alles zusteht. Und unsere Jungs sich nicht bewegen. Meier. Nächster Eckball. Wiedergeholt. Gacha. Gegen fünf Blaue. Nein. Fünf Minuten gibt es Nachspielzeit und es gibt die nächste Niederlage in der Champions League. Oh Mann. Aber das ist wirklich hartes Lehrgeld, was du hier bezahlst. Und den Blumen. Ja, dann ist das doch der Torwart am Ende, der dann die Scheiße einleitet. Muss man so sagen. Muss man so sagen. Finne. Letzte Chance? Ja, so wird's nichts mehr. Finne. Komm, spiel den Ball. Meier. Ja, ist klar. Da geht der Nixe. Da geht der Nixe und spielt. Da geht der Nixe und spielt es vorbei. Mach dir nichts vor. Kimmich. Firmino. Steckt nochmal durch. Macht der Arke. Ja. Dass der den Ball angenommen hat, ist natürlich auch Weihnachten und Ostern zusammen, ne? Ja. Spiel ist rum. Ja, wir verdienen das. Ja, wir verdienen es zu verlieren, muss man so sagen. Lehrgeld muss man bezahlen. Da sind wir ganz. Nein, da sind wir ganz groß drin, ne? Scheiße. Unnötige Niederlage, aber in der zweiten Halbzeit kam auch nichts mehr. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Da kam nichts mehr. Und, ja, was soll ich sagen? Aha. Aha, von einem deutschen Resultat von gestern hätte der Vorstand für angezeigt. Die haben da eine Macke an, die da, oder? Die nerven mich aber auch. Bei jeder Niederlage fangen sie an rumzuflennen. Haben die echt eine Meise? Wir haben gegen diese Mannschaften, die haben lauter 80er hier, Alter. Wir haben zwei oder drei. Ne? Und ansonsten haben wir hier so Typen mittendrin rumlaufen, die es einfach noch nicht rausreißen können. Finde ich natürlich ein bisschen übertrieben. Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Ja, wir sind Fünfter. Wir wollen in die Euroleague, Freunde. In die Euroleague, Freunde. Und das ist doch okay. Ich weiß gar nicht, was der Club für Schmerzen hat. Dortmund macht da natürlich mal eine schöne Nummer, muss ich sagen. Wir müssen einfach mal das Tore schießen anfangen. 8 Spiele, 7 Tore geht natürlich gar nicht. Aber ganz ehrlich, wir stehen eigentlich absolut okay. Ich verstehe die Panik hier gar nicht. Wenn du in der Champions League nicht weiterkommst, dann kannst du immer noch in die Europa-Liga kommen, wenn du Basis schlägst. Und ansonsten, dann scheinen wir eben aus. Also ganz ehrlich, so sind wir ja nun wirklich nicht verdammt dazu. Leute, verdammt dazu. Leute, wir machen eine ganz kurze Pause im Livestream und dann geht es weiter. Also bis gleich. Leute, da sind wir wieder zum zweiten Teil des Sowas wie Livestream, Ausgabe Nummer 2 mit RB Leipzig. Ich musste mal ein bisschen Pause machen, so ist das manchmal. Und jetzt gucken wir uns mal eben den Teambericht an, den haben wir auch schon länger nicht mehr verfolgt. Wollen wir mal reingucken, ob sich hier schon etwas geändert hat. Ja, Matt Ryan hat noch nicht sonderlich gute ausgesehen bisher. Das ist bisher vielleicht unser schlechtester Transfer, da muss man aber mit dem, der stagniert eben, das ist so. Und die Sorg hat 2 starke Punkte dazu gewonnen seit dem, ja, am Start. Das ist schon mal mächtig. Niklas Süle. Auch eine gute Leistung. Bisher hat sich zwar noch nicht viel getan. Champions Cup hat er nicht gut ausgesehen. Okay, er hat 2 dazu gewonnen seit Saisonbeginn. Das ist richtig geil. José Gacha hat noch nichts. Aber war ein Schnäppchen meiner Meinung nach. Hat er nichts dazu bekommen. 21 Jahre alt, klasse. Halilovic derzeit auch ein bisschen am Stagnieren, weil er nicht so gut spielt. Ihr seht es auch in den Noten gesamt. Das ist natürlich viel, viel zu wenig für einen Mann seines Potenzials.
Gianluca Gardino mit 19, jetzt auch schon 71er. Also der zeigt, dass er es kann. Das muss ich echt sagen, auch wenn ich seinen Wert finde ich grenzwertig. Aber trotzdem, Gianluca Gardino wird immer besser. Leon Goretzka, für 4 Millionen denke ich, mega Schnäppchen. Und gute Leistungen, die könnten noch ein bisschen besser werden. Da brauche ich drüber reden. Hat sich aber auch schon weiterentwickelt, ebenso wie Maxi Meier. Also Maxi Meier ist eine richtig coole Socke, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ihr seht der Attribute da, seht ihr, was er besser macht. Kurzpassspiel, Technikteil, also das ist überragend. Sehr gut. Und der Firmino hat sich auch verbessert, wieder in großartiger Form. Ein Tor, zwei Assists. Kommt allerdings noch ein bisschen wenig rüber in dieser Saison, muss ich sagen. Dann haben wir Victor Ibarbo, der ist natürlich stehen geblieben, hat sich aber auch schon, seit er bei uns ist, um 3 Stärkepunkte verbessert. Ihr seht aber auch die Noten, die sind natürlich eine Katastrophe bisher. Blum auch schon, ein 70er Keeper jetzt mit 16, Leute, mit 16. Und das macht natürlich seinen Fehler in der Champions League wieder weg. Also der ist auf dem Weg zum richtig guten Keeper. Dann haben wir Sandro, auch schon einen dazu bekommen, der ist ja momentan nur ausgeliehen, kaufen wir aber eventuell. Auch da noch nichts auf der Anzeigetafel, aber das ist nicht schlimm. Kimmich auch wieder einen besser. Ja, das bei seinen Noten. Ja, seine Noten sind grenzwertig. Grimaldo hat auch in diesem Spiel, dieser Saison schon ein bisschen gespielt, wie ihr seht. Kommt auch besser rein. Zwar noch keine Werte dazu bekommen, aber schon auf dem Weg. Badfinne auch wieder eingestiegen. Ne? Zwei Tore, ein Assist. Spricht schon wieder viel aus für ihn. Er ist auf dem Weg, wieder zu guter Stärke zu kommen. Kacha. 0 Euro gekostet, eine Stärke dazu. Geht doch. Gute Werte. Rajkovic auch wieder besser geworden, du meinst, ne? Den finden alle so scheiße. Moral ist bedroht. Ich finde ihn ja auch nicht besonders toll, aber der lässt sich gut spielen, der Junge, ne? Marc-Oliver Bauer, ja, der hängt so ein bisschen durch. Hat auch noch nicht viel Spielzeit bekommen. Aber mit 16, 68er, er hat das Problem, dass er nur Mittelstürmer spielen kann, muss man ehrlich sagen. Patrick Kister ähnlich, der hat sich jetzt auch um einen schon weiterentwickelt, das sind 3 von unseren Stars. Lukas Klostermann hat eine nette 68 hier bekommen, das ist ja auch schon mal richtig nett. Dann haben wir Höbier dabei, der ist immer noch verletzt, aber in circa 2 Wochen wieder am Start, hat auch schon eine 76 da stehen. Also wir haben einen tollen Kader, Mitchell Weiser, der ist nicht so in Form, ja, der verbessert sich aber auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und egal, der Junge, der ist halt so dabei. Frank Lampard, ja, das willst du da noch erzählen, ne? Der ist halt da. Er ist dazu da. War ein guter Transfer immer. Leroy Sané ist ja noch verliehen an Luzern. Das sehen wir jetzt nicht. Hat sich noch nicht weiterentwickelt. Und das sind so die Spieler. Die haben wir jetzt mal durchgeguckt. Und jetzt wird Zeit, dass wir Wolfsburg so ein bisschen zeigen. Wir sollten schon gewinnen, denke ich. Ne? Ihr seht es, Wolfsburg ist klar. Direkt vor uns als Dritter. Da sollten wir schon jetzt angreifen. Wenn wir verlieren, dann wird es hübsch und kuschelig. Und ihr seht ja, die heulen ja jetzt schon bei jeder Niederlage rum. Verstehe ich nicht so ganz den Vorstand, der ist ein bisschen übertrieben drauf, aber wir werden weiter unser Ziel, die Europa-Liga, nicht aus den Augen verlieren. Ganz ehrlich, ich mache mich da überhaupt nicht nass wegen, weil ich der Meinung bin, oh ja, das ist ja pervers. Lassen wir es immer so auflaufen. Weil ich der Meinung bin, dass es da überhaupt keine Probleme geben wird. So, ihr seht jetzt Süle eben ein bisschen platt, dann kommt Rajkovic eben für den rein. Alle so ein bisschen platt, Halilovic außer Form und platt, das ist beides nicht gut. Dann werde ich Grimaldo für den mal stellen. Gaudino, auch Firmino ist ein bisschen platt, aber den brauchen wir in dem wichtigen Spiel. Wir müssen in dem wichtigen Spiel schon mal so anfangen. Ja, das ist einfach so. So, das sind genug Wechsel. Und dann im nächsten Part, dann kann auch Firmino mal eine Pause bekommen im nächsten Spiel. Weiß jetzt gerade gar nicht gegen wen. Ist aber erstmal unwichtig. Wir müssen jetzt erstmal das gewinnen. Guckt euch mal die Lappen an, Alter. Das ist ja die Höchststrafe, so aufzulaufen. Und der, guck mal, der Blum hält den, Junge. Überragend. So, auf geht's. Ab in die Arena. Die Bude ist natürlich voll. Und wir werden heute versuchen, alles zu geben. Ich bin mal gespannt, wie der VfL auftritt heute. Mit welcher Mannschaft er antritt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Hier kommt erstmal unsere Aufstellung. Die haben wir schon gesehen. Sandro Finne, Kacas wieder auf der Bank. Das sind auch alles gute Spieler. Victor Ibarbo natürlich wieder ganz vorne drin. So, liebe Freunde. Ich bin mal gespannt, wie Gaudino heute auch spielt. Ja? Und jetzt gucken wir uns den Gegner an. Eine sehr, sehr hochtalentierte Truppe, die Wolfsburger. Natürlich, ein ambitionierter Verein. Trash, Afonso, Knoche, Rodriguez, Klitsch, Seguin, Verinha, De Bruyne, Schäfer und Chuba, keine Ahnung. Sowas irgendwie, was Polnisches. Scheint jedenfalls ganz gut zu sein. Ist nämlich momentan Führender der Torschützenliste. Und das war Diego Binayo. Da müssen wir mal gucken, was wir gegen die ausrichten können hier. Die Wölfe
sind auf jeden Fall auch ohne André Schürrle, weil der ist ja bei dem Spielstand, den wir hier hatten, das war ja Saisonstart, also September, noch nicht im Kader gewesen. Das ist Ibarbo. Ah, Goretzka ist abseits. Ja, da braucht man sich nicht aufregen. Ich glaube, das war abseits. Das war einfach dumm. Rajkovic, Sorg und Arke habe ich da hinten. Das ist natürlich toll. Ich wollte eigentlich vorrücken. Aber nicht mit denen. Das ist Ibarbo. Abseitskick auf Firmino. In die Gasse für Grimaldo. Gar nicht schlecht. Max Meyer. Tolle Kontrolle über den Ball hat er da gehabt. Ibarbo. Goretzka auf Ibarbo zurückgelegt. Ibarbo, kurze Eck. Benayo ist da. Oh, der ist sogar noch drin. Schade, das wäre es jetzt gewesen. Rajkovic, super Kopfball auf Firmino. Aufpassen. Ah, das war dumm. Da war dumm. Meier hat sich da in dem Moment nicht gelöst. Jetzt müssen wir aufpassen beim Konto. Das ist Kevin De Bruyne. Auch ein Schwergewicht in der Bundesliga. Ein guter Ball von De Bruyne. Meier läuft da ins Aus. Aber Ake, der sagt danke. Er sagt danke, 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 danke. Alter! Also im Moment, die Bundesligisten, die sind ja witzig drauf, du Ibarbo. Als am Grätschen, Ibarbo. Da merkst du, dass der Daumen nach oben geht. Schade. Ich wollte jetzt Eck fahren und hoffe, dass Firmino mal reinkreuzt, aber der läuft lieber schräg nebenher. Der Yachthund. So, die Wolfsburger, die kommen jetzt über Klisch, den Pole. Bei FIFA scheint er auch eine große Nummer zu sein. Achtung, Schäfer. Dresch. Jetzt haben auch die Wölfe mal den Ball ein bisschen. Nach einer guten Anfangsphase von uns. Das ist Seguin. Klitsch. Abgefangen von Olli Sorg. Tritt er drauf, macht er. Muss er auch. Oh, so ein Fehlpass. Aber egal. Ball kommt irgendwie zu Ibarbo. Witzig. Grimaldo, guter Ball für Max Meyer. Der löst sich im richtigen Augenblick, der Max Meyer. Hat drei Verfolger, das hat er klasse gemacht. Wird ein bisschen abgedrängt. Ja, da geht dabei immer in die Ecke raus. Muss er schießen, weil Ibarbo durch zwei Leute gedeckt war. Trash. Die Wölfe kommen über Seguin. Trash. De Bruyne. Bleibt der nächstes Jahr in der Bundesliga? Ich sage ja. Warum sollte der wechseln? Spielt nächstes Jahr mit Wolfsburg Champions League. Was anderes. Kann aber Top-Clubs auch nicht machen. Höchstens auf der Bank sitzen. Hat man ja bei Chelsea gesehen. Das war mal eine schöne Passstaffette von Ibarbo und Goretzka, der jetzt auf der Außen sich mal gegen Rodriguez tatsächlich fast behaupten kann. Rodriguez ist halt auch eine Bank. Ja, Goretzka fehlt da, aber für 4 Millionen Leute ist das ein Schnäppchen. Aber Goretzka fehlt da so ein bisschen die Power. Muss man sagen. Ist aber hier sehr großes Durcheinander gerade im Zentrum. Firmino muss gegen Klich nach hinten arbeiten. Macht da Trash gegen Meier. Ach, schön den Lauf gespielt. Arke ist da. Hallo! Was ist denn das für ein Typ hier, der Pole da? Überragend! Ach du Scheiße, ey. Überragend gemacht und da haben wir Glück, dass die nur an den Pfosten köpfen, weil ihnen ja was, glaube ich, ja. Ach, das ist nämlich der Nachteil, wenn man die Namen mal, da sind ja nicht auf den Trikots. Aber jetzt mal einen Ball gewinnen, komm, über Meier. Über Gaudino. Warum, was macht der denn da oben an der Linie, dieser Vollidiot da, wer war denn das? Jetzt läuft er jedenfalls nach hinten, das war dann wohl Sorg, oder? Nee, das ist Arke. Gacha war es, was macht denn der für einen Scheiß? Sag er, taktisch die KI, ein Witz teilweise. Goretzka. Sorg, jetzt geht's aber mal ab über Sorg. Kann der denn Rodriguez stellen? Nein, Ricardo Rodriguez. Also Rodriguez macht das einfach nur bärenstark. Goretzka mit einer technisch schlechten Annahme. Grimaldo verschafft sich Zeit, aber Rodriguez natürlich mit der Grätsche, die da sitzt. Ach Leute, das dauert viel zu lange, bis er sich dreht hier. Gaudino gegen Echubia oder wie er heißt. Fehlpass. Ah, es ist aber dann wieder Pech dabei. So, jetzt kann Ibarbo mal von hinten kommen. Ja, kann er nicht. Ey, Goretzka holt jetzt mal Rodriguez den Ball weg. Das ist ja schon mal etwas. Wird jetzt aber von Klich verfolgt. Das macht er sehr gut jetzt mal. Nein, warum laufe ich denn da durch? Ich wollte doch spielen. Ach, Goretzka lässt die Riesenchance liegen hier. Zu eigensinnig nennt man das, glaube ich.
Im Moment fällt mir auch wenig mit Ball am Fuß ein, muss ich zugeben. Ein highlightarmes Spiel und es lebt einfach von der Spannung. Ake. Ja, natürlich, legt ihr mal bald 30 Kilometer zurück. Gaudino. Gacha wartet, der hat Zeit. Warum sollte der auch zum Ball gehen? Lernt bei der F-Jugend. Um dann in den Ball ins auszugrätschen. Diese KI macht mich irre. So, was gibt's jetzt hier? Wir kriegen jetzt gelb hier. Gelb kriegt unser Spieler Grimaldo. Das ist ja Wahnsinn. Was hat Alejandro Grimaldo denn getan? Hat er gepupst oder was? Das konnte ich jetzt mal wegdrücken. Na, ist ja auch egal. Bringt jetzt alles eh nichts. Es ist jetzt Halbzeit. Deswegen werfe ich den Ball jetzt auch nach hinten. Mal ein langer Ball von Ake da vorne rein. Kommt eh nicht an. Es ist Halbzeit. Wunderbar. Es ist Halbzeit in einem kampfbetonten Fußballspiel, wo wir jetzt ein bisschen mehr machen sollten. Einfach mal in der zweiten Halbzeit. Denn ich glaube, außer dem Pfostenschuss für Wolfsburg, genau, war gar nichts. Wir haben zwar mehr Ballbesitz, aber wir wissen gar nicht, was wir machen müssen. Der eine oder andere Spieler, Leute, der wirkt einfach auch ein bisschen müde. Das muss ich so sagen. Aber der muss in diesem Part müssen die Jungs da durch. Weil im nächsten können wir dann gerne rotieren. Aber jetzt müssen die Jungs gegen Wolfsburg einfach mal da durch. Goretzka mit Pech. Das begleitet ihn in der ganzen Saison bisher. Sehr schön von Rajkovic gearbeitet. Grimaldo, trenn dich, Junge. Der Ball muss laufen, nicht die Spieler. Die Spieler, Meier, Ibabo. Aber da guck mal, Alter, da ist der immer gegen zwei oder drei und sonst kommt keiner nach. Das ist auch ein Problem. Gacha. In dieser Saison läuft offensiv nicht viel zusammen. Ob das an Højbjerg alleine liegt, glaube ich, weniger. Aber Højbjerg, Alidović, das Doppelsechser-Duo, das fehlt schon ein bisschen. Abstimmungsprobleme, Ake, Kopfball. Junge, Junge, zweite dicke Chance für die Wolfsburger. Zum Glück war Blum noch dran. Vielleicht muss ich auch mit Finne spielen, dass mehr Druck zum Tor kommt. Ich weiß es nicht. Gaudino. Jawohl, jetzt geht's ab, Meier, komm. Ibabo. Kann weiterlegen. Scheißball von Ibabo eigentlich. Goretzka schickt in den Lauf Firmino. Firmino, leider hat er keine Kraft mehr. Wird abgedrängt. Oh, Alfonso, oder wie er heißt, ist da. Ja, weil er platt war, Firmino, ne, nach dem Sprint. Genau das ist das Problem. Die Kraft fehlt ihm jetzt. Wenn er das Spiel in der Champions League nicht macht, dann kann er wahrscheinlich hier einfach den Sprint durchziehen. Und es steht wahrscheinlich dann noch 1-0. Dresch. Am besten würde ich ihm einen Brief schreiben, damit er vorbeigehen kann. Aufpassen, Grimaldo hat schon gelb. Dann sollten wir gewinnen. Ja, den haben wir auch gewonnen. Oh, mit Ibabo den Ball unterschätzt und dann holen wir ihn nicht. Und dann auf einmal ist der Raum natürlich offen für Wolfsburg, die jetzt auch mehr Ballbesitz haben als wir. Klasse Ball, aber zum Glück kann Varinha den nicht nutzen. Wir müssen wechseln. Es bringt ja nichts. Wir müssen wechseln. Ich nehme jetzt Firmino raus und bringe für den Finne und für Goretzka oder für Meier. Für Meier, der wirkt auch überspielt so ein bisschen. Nee, für Goretzka bringe ich Sandro. Mehr Offensive auf den Platz. Vielleicht tut sich das Ganze ja ein bisschen auswirken. Ein geiler Satz. Und ich probiere mal was ganz Verrücktes, nämlich das, was ich ja schon bei den anderen Karrieren auch mache oft. Ich spiele mal 4-3-3 jetzt. Das habe ich aber Leipzig gelassen. Weil mir das eigentlich zu gefährlich ist, bei denen. Aber mit, guck mal, was kann Meier denn dort außen? Der kann nur links. Dann soll er da spielen. Als Zehner ist das natürlich auch scheiße. Sandro als Zehner, Meier, Finne ist da schon richtig. Eigentlich muss dann Meier noch raus und ein Zehner drauf. Das wäre dann Firmino, ne? Aber ich probiere es jetzt einfach mal so. So, mal nachrücken, Grimaldo. Rodriguez, der macht ein Megaspiel da. Finne gegen Schäfer. Wir kriegen keinen Zugriff. Aber die Babu in den Rücken gespielt, das macht ja Sinn. Finne, der ist frisch und kann den erlaufen.
Hat aber das Problem, dass Rodriguez hinter ihm herläuft. Oh, Alter, der grätscht jeden Ball weg, ey. Warum legen meine Spieler die Bälle so weit vor im Moment? Das passiert ja sonst nie. So, toller Ballgewinn. Und wieder Finne. Das hat er Glück gehabt. Ja. Kommen wir nicht durch hier. Gaudino, jetzt machen wir Druck. Seguin. Leute, ich spiele schon volle Kapelle und jetzt auch ein 4-3-3 und jetzt zeigen sie so ein bisschen Wirkung. Auch wenn sie sich nach wie vor in dieser scheiß Lapstick-Mistkacke da ewig selber umlaufen. Ja, der soll direkt daneben gespielt werden und er spielt ihn einfach weiter. Das ist doch scheiße. So, Gleich. Was ist jetzt wieder? Foul gepfiffen oder was? Also angezeigt zumindest. Ah, kommt der Keeper hinter. Überragend gehalten, muss ich sagen. Da muss ich mit dem Keeper auch weitermachen. Blum hat das gut gemacht. Ja. Die schwimmen hier von einer Verlegung. Und ihr merkt es, die Mannschaft ist platt. Meier. Auch der hat überhaupt keine Kraft mehr. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, toll. Das habe ich mir gedacht, sowas. Das fehlt dann noch, ne? Zum guten Glück. Ja, jedes Zweikampfduell ohne Chance. Ja, da ist er halt auch drin irgendwann. Ist klar, völlig verdient, ist alles gut. Meier muss runter. Kimmich kann kommen. Jetzt wird's bitter und das ist verdient, weil es ein Grottenkick ist von uns. Und jetzt dieser komische Pole da macht schon wieder die Bude. Oh Mann. Totaler Angriff. Gucken, was noch drin ist im Tank. Ibabo. Der ist noch fit, weil der hat ja noch keinen Ball bekommen. Sandro, der ist noch fit, der wurde eingewechselt. Das ist Ibabo. Ach, und da qualmt der den bis auf die Tribüne, Mann. So, jetzt gibt's aber immer, das war der erste Torschuss nach 80 Minuten vom deutschen Meister. Dabei hat die Saison so gut angefangen. Mit den Siegen gegen Schalke und gegen die Bayern. Und danach zeigte sich, dass das verflixte zweite Jahr dann gar nicht so einfach ist. Sandro. Wer den ja? Der ist schneller als er, anscheinend. Sandro Ibarbo, wunderbar! Aber abseits. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und dann ist es abseits, ey. Scheiß doch mal drauf. Eine Fehlentscheidung für uns, das wäre einfach auch mal was Geiles in so einem Moment, ne? Aber das hilft dir nun mal niemand. Oh, und dann sind wir natürlich offen. Sehr gut nach hinten gearbeitet. Wie gesagt, dass wir dann offen sind, ist klar. Gaudino. Ist der Zehner in dem Fall, ne? Sandro. Ah! Oh, Ake kommt da durch und dann kommt wieder so ein Penner an den Ball, ey. Das ist noch nicht normal. Wolfsburg verteidigt das Ganze jetzt nur noch. Ibabo. Ach, das geht gar nicht. Natürlich kann ich nicht durch die Leute durchschießen, aber ich habe einfach. Wir haben auch nicht das Glück. Sandro. Jetzt Sandro vielleicht mal. Auch der wird geblockt. Ja, 10 Minuten, ne? Da wachen wir auf. Das ist zu spät, Leute. Das ist viel zu spät. Gacha. Und es gibt nur 3 Minuten. Warum auch mehr? Ganz ehrlich, Gaudino. Alter, der flext die Barbo weg und der ist auch verletzt. Und es gibt nicht mal Foul. Ach, komm, ey. Du Pimmelgesicht. Das ist doch nicht normal. Ja, Jugendliche, ich weiß, böse Ausdrücke, aber es ist langsam nicht mehr schön. Diese Schiedsrichter sind einfach nur bescheuert. Bescheuert. Das ist ein Witz hier. Da verletzen sich seine Spieler noch. Ach, komm, Alter. Ja, gut. Vielleicht hätte das nochmal einen Freistoß bewirkt. Das wäre vielleicht nochmal eine Kleinigkeit gewesen. Weil wenn was geht, dann über Standards. Fakt ist, so geht nix. So wird's richtig schwer. Holtbier kann wieder mit der Mannschaft trainieren. Das ist schon mal eine kleine Verbesserung. Aber ganz ehrlich. Bekamen Meier und Ibarbo nichts Schlimmes. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Und das ist ganz wichtig. Oh, und was auch möchte. Ja, das gibt's gar nicht. Jetzt will er doch mehr Gehalt hier, der kleine Scheiß. Eine Scheiße. Will mal Leistung bringen, oder? Das Schlimme ist, wenn du ihn die Verträge nicht gleich verlängerst, dann wollen sie auf die Transferliste gesetzt werden, wo ich mir bedenke, auch da muss man im Karrieremodus einiges verändern. Wo ich nicht verstehe, dass, warum sollte ich dem jetzt viel mehr Geld geben? Aber erstmal gucken, was er haben will. Manchmal ist es ja nicht viel. Aber da. Auf keinen Fall kriegt er so viel mehr Geld. Warum sollte ich das tun? Er hat doch einen Vertrag. Nee, oh, so viel Vertrag hat er nicht mehr. Nein, das sehe ich gar nicht ein. Das machen wir erstmal nicht. Ich verhandle jetzt erstmal nicht mit ihm und da kann er rumheulen. Denn, nicht schlecht, aber nicht wirklich gut. So, die Selbstgeschätzung von Süle. Ja, da hat er recht. Rajkovic freut sich und wir spielen gegen Nürnberg. Das ist dann mal eine Partie, wo wir endlich wieder in die Spur kommen müssen, oder?
Und dann Champions League gegen Basel. Na Gott sei Dank. So. Cissé und Okore. Die gucken wir uns beide mal an. Okore. 77er. Aber eigentlich haben wir in der Innenverteidigung überhaupt keinen Bedarf. Papis Demba Cissé ist auch Nummer 74er. Uiuiui. Dann kann auch der mittlerweile gehen. Das ist dann nicht so interessant. Ja, Blum hat gespielt, das stimmt. Rajkovic, weiß ich auch nicht, was die alle für Schmerzen haben. Die machen sich viel zu viele Gedanken, die haben. Ja, und Blum hat momentan Ryan ein bisschen im Tor verdrängt. Das ist eben einfach mal so. Und deswegen fangen wir jetzt auch so an. Baudino raus. Mit dem kommt Heubier zurück nach seiner Verletzungspause. Ach, Finn hat auch einen Daumen runter, Mensch. Oh, jetzt haben sie wieder alle einen Daumen runter. Das Ryan raus, Blum rein. Dann nehmen wir jetzt Bauer mit für Grimaldo. Ja, Philipp wird erstmal. Ja, Mitchell Weiser fährt mit. Der kann auch über die Seite immer noch mal was reißen. Ja, dann setze ich Finn eben auch mal. Ne? Können ja nicht immer noch sich nehmen. Also Goretzka, wie gesagt, da muss ein bisschen mehr kommen. Und ich werde jetzt mal gucken, ob wir nicht von Anfang an mal 4-3-3 probieren. Da kam auf jeden Fall mehr Dampf eben, muss ich sagen. Aber da. Schön die Kiste angeschossen. So, da gehen wir mal rein ins Spiel gegen den Club. Wir spielen auswärts, das sollte uns eigentlich ganz entgegenkommen. 4-3-3, aber mit einer doppelten 6, bitte. Das ist auch nicht. Das ist es. 4-3-3 mit einer doppelten 6. Ibarbo, das fehlt noch. Goretzka ist auch kein Spielmacher. So brauchen wir es. Jetzt sind auch Halilovic und Højbjerg vereint und vielleicht ist das auch ein Zeichen für Halilovic, dass er zeigt, wir sind wieder da. So, die Weißen sind wir von rechts nach links. Das fünfte Spiel in sowas wie Livestream. Und dann kann ich euch jetzt schon versprechen, machen wir das gegen Basel auch noch. Da haben wir 6 Spiele abgeliefert. Und das ist doch dann meine Hausnummer. Firmino. Goretzka. Scheibenkleister. Ja, wenn wir den gleich machen, ne? Aber das ist ja eben das Problem. Tore schießen in dieser Saison. Verstehe ich selber nicht. Wir haben eine hervorragende letzte Saison gespielt. Da haben wir getroffen. Und jetzt haben wir echte Probleme. Abseits, Junge. Abseits! Oh! Oh! Das pfeift er nicht ab. Doch, ne? Ich wollte es gerade sagen. Der Blum kommt schon raus voller Hass hier. Denkt sich, was macht der Typ? Klare Abseitsposition. Okay. Da ist Højbjerg. Comeback. Ganz wichtig. Den kann man schöner spielen, ne? Ibarbo hat Pech. Firmino. Kann den Ball erstmal nur ins Ausklären. Das ist Stark, Niklas Stark. Ex-Bremer. Guter Ball zu Koch. Oh Mann. Der naht hier gleich 3 Leipziger Spieler. Süle. Gacha hat hinten immer mal Probleme, aber nach vorne ist er einfach stark. Firmino sehr gut. Meier. Oh, jetzt ist ganz viel Raum da. Halilovic. Macht er mal selber. Nein, macht er nicht selber. Højbjerg ist da zum ersten Mal. Und es gibt Eckball für uns. Da haben wir vielleicht auch nicht zielstrebig genug ausgespielt. Aber gut, müssen wir so mit leben. Eckball kommt über Halilovic. Und der kommt gut. Der kommt gut für Højbjerg. Der ist gleich mal präsent, der Junge. Nächster Flankenball von Halilovic, der ist für Ibarbo. Ach. Hast du dir gedacht? Willensarbeit. Højbjerg. Gegen 3. Gegen 4. Das ist einer mindestens 2-4 wahrscheinlich eher. Süle lässt sich permanent abkochen hier. Fällt mir negativ auf. Silvestre. Ake. Ake ist gut, jawohl. Also wir sind auf jeden Fall. Oh, Halilovic. Mann! Oh Gott, da schenkt er uns den Ball. Glück gehabt. Goretzka. Firmino. Ibarbo. Ja, jetzt muss er durchkommen. Kommt er. Sehr gut gespielt auf Halilovic. Komm, Halilovic, machen einfach. Nein! Ich fick die Hände, Alter. Ich weiß nicht, was die machen. Ja, der war unnötig, der Ball zu Halilovic jetzt von Højbjerg. Den hätte ich nicht spielen brauchen. Ja, jetzt musst du halt auch einfach irgendwann mal ein Tor machen. Du bist die klar bessere Mannschaft. Und hast immer die Chancen und du machst sie einfach nicht, ja. Und dann hier das. Halilovic ist eine absolute Katastrophe derzeit, was der spielt.
Ja, so viel Ballverluste, wie der im Moment hat. Also wenn er so weitermacht, kann er sich im Winter verpissen. Da nehme ich nochmal richtig Geld für mit. Ganz ehrlich. Da kann er noch so doll sein. Aber das geht gar nicht, was dieser Halbserie hier spielt. Oh, Leute, Slapstick schon wieder hier. Und dann gibt es den Eckball. Meine Güte, was ist mit unserer Mannschaft im Moment schon wieder los? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Jeder Ball wird da gefährlich, weil jeder Haiopai da irgendwie sich durchringen kann. Weil unsere keinen Bock haben zu verteidigen. Vielleicht ist das auch genau das Problem aus der Meisterschaft noch. Ne? Vielleicht ist das alles selbstgefällig. Firmino und Ibarbo. Auch Firmino ja lang unter seinen Möglichkeiten derzeit. Von Ibarbo will ich ja gar nicht erst reden. Auch wenn der Ball jetzt natürlich ganz fein war. Ja, und den holen die natürlich dann. Was will denn Halilovic da? Da ist doch Ake. Ach Leute, mach dich mal frisch, Junge. Heubier verliert den Ball hier. Und Sylvester. Koch gegen Goretzka. Oh, das ist ein netter Fehlpass. Meier. Ibarbo in den Lauf. Hatten auf dem starken Ibarbo. Och komm, das ist doch nicht normal, Leute. Seid doch mal, das ist doch nicht normal im Moment, oder? Es geht kein verfickter Ball ins Tor. Halilovic. Gacha. Der schlänzt ihn und wieder ist einer dran, ey. Oh, dann habt ihr Goretzkas Gesicht gesehen gerade da unten. Der hat auch gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Der RB kann machen, was er will. Klasse von Halbjahr, der ist zurück. Das ist einfach nur klasse. Firmino. Ach, warum spielt der nicht den Ball auf Ibarbo? Der ist der Stürmer, Leute. Süle. Steht vollkommen, meiner Meinung nach steht der auch vollkommen neben sich. Da kann viel mehr kommen. Jawohl, Gacha, komm, mit Tempo. Ibarbo will ihn. Ibarbo soll ihn haben. Egal, was ich versuche. Ich hätte querlegen können. Aber jetzt habe ich es einfach mal gedacht, jetzt versuch es mal so. Warum steht denn Ibarbo da kurz? Ach, und dann so eine Scheißecke. Oh, Heubjerg. Goretzka? Na, natürlich ist der Torwart dran. Kein Problem. Alter. Unglaublich, was die RBs hier liefern. Wieder, das war wirklich, jetzt war von den letzten beiden Spielen, die waren vielleicht nicht gut, keine Frage. Aber dann davor, dieses Spiel, Wahnsinn, Torschancen verballert, ohne Ende, gerade so 2-0 gewonnen. Hier wieder, 8 Schüsse im ersten Durchgang. Und das sind doch Torschancen, da kannst du ja tun, was du willst, sie gehen einfach nicht rein, ja. Aus jeder Position, aber ihr seht, es ist wesentlich mehr Druck im 4-3-3 momentan da, muss man auch mal klar sagen. Werde ich mir jetzt vielleicht als zweite Taktikvorlage, hoppala, Ibarbo sagt mal guten Tag. Werde ich mir vielleicht als zweite Taktikvorlage gleich mal einspeichern. Kannst du natürlich auch mit Sandro und Finne ganz gut arbeiten drin, muss ich sagen. Wenn die reinkommen, vor allem mit Sandro. Süle, der verschafft es hier fast, diesen Ball noch zu verlieren. Süle und Halilovic sind bisher wirklich eine Enttäuschung. Ibarbo. Natürlich auch der. Goretzka, der läuft da in 3 Mann rein. Ball bleibt dann bei Ibarbo. Halilovic. Goretzka bringt die Flanke an. Aber auch mehr nicht. Mehr auch nicht. Heubjerg. Firmino. Alter, wird weggeflext. Wollte ich gerade sagen. Wird weggeflext hier. Und Köln spielt jetzt gegen Nürnberg. Das ist ja ganz wunderbar. So, Victor Ibarbo. Was haben wir denn drin im Tank? Nix. Weil ich es einfach nicht kann. Aber gut, ich habe es wieder mal versucht. Das ist ja aber wichtig. Vielleicht klappt ja ein einziger Freistoß in FIFA 15. Könnt ihr ja bei mir mal reingehen. Da würde ich mich drüber freuen. Ich glaube, da kann ich eigentlich aufhören mit FIFA. Wenn ich das gepackt habe, ist so ein bisschen mein Ziel. So, jetzt aber. Komm, steck den durch. Auf Goretzka. Ja, der ist zu langsam. Der ist da einfach zu langsam. Ah! Keine Ballkontrolle. Ich habe keine Ballkontrolle. Ich kann nichts machen. Ich kann da nur als auf dem Controller gucken und hoffen, dass was geht. Halilovic. So, jetzt aber. Nein! Ich kotze gleich ins Bett, ey. Es ist nicht normal.
Rafkowski mit dem gefühlt 28. Abschlag in diesem Spiel. Wir kriegen es nicht auf die Ketten, ein Tor zu schießen. Ich weiß nicht, was in dieser Saison los ist. Ibabo. Jawohl, ein Traumball auf Heubier. Ein Traumball. Kann er es erlösen? Er erlöst uns Pierre-Emil Heubier bei seinem Comeback in der 61. Minute. Gott bewahre uns. Gott sei Dank, Leute. Pierre-Emil Heubier sagt Danke. Ein wunderbarer Ball von Victor Ibabo. Oh, dann ist er da. Gottes Glücke, sagen wir hier in Nordhessen bei sowas. Junge. Wir führen 1-0, Leute. Ich kann mich schon gefühlt nicht mehr dran erinnern. Ah, Nalido, jetzt geht er auch runter, oder? Die Nase voll von dem, der spielt so eine Scheiße sich zurecht im Moment. Der muss vielleicht auch einfach mal auf die Bank. Bring ich Katscha, ein bisschen Erfahrung reinbringen. Ja, vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich das einfach einsehen muss. Dass auch ein Alen Nalilovic mal 2-3 Spiele einfach auf der Bank sitzen darf. Ne? Das ist ja kein Verbrechen. Jetzt geht er jedenfalls runter. Hat sich eine schöne gelbe Karte geholt. Warum auch nicht? Das kann man wenigstens machen. Wenn sie läuft, sehe ich auch so. Achtung. Silvester. Süle. Verfolgt von Sorg. Setzt sich natürlich auch durch dann. Was wir eben genau nicht tun in solchen Situationen. Einfach wegschlagen. Mache ich jetzt auch. Einfach weg mit Gacha. Tschüss. Ball ist weg. Hat Gacha sehr gut gemacht. Zieht wahrscheinlich als Torschuss. Nein, Spaß beiseite. Braucht er auch nicht extra. Goretzka kommt jetzt in das Zentrum. Ja, der ist weg. Gut. Jetzt muss natürlich mal Nürnberg kommen. Das ist eine gute Situation für uns. Weil wir können jetzt dann auch mal wechseln. Ich weiß ja gar nicht, wie ich runternehme. Ich glaube, ich nehme mal Goretzka runter und bringe mal Weiser. Wir bringen jetzt mal Weiser für Goretzka. Der ist schnell auf dem Flügel, der kann da was reißen in so einem Spiel. So ein Arke bietet sich an, das ist super von ihm. Das war mal fast gut kombiniert. Ibabo hat jetzt. Schade. Hat die Zeichen der Zeit erkannt, wollte ich gerade sagen. Das ist Gacha auf seiner Seite gegen Koch. Oh. Das ist doch nicht normal. Jawohl, jetzt sind wir in den Zweikämpfen. Ich wollte gerade sagen, warum verlieren wir denn auch als diese Zweikämpfe, diese billigen? Firmino. Oh, Weiser geht aber damit Engelschrittchen ab. Dann soll er auch gehen. Ah, das ist Meier, nicht Weiser. Das ist Meier. Und. Den verpasst Victor Ibabo. Das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht so, dass man den nicht macht. Heiliger Bimbam. Nürnberg, kommt. Wir müssen jetzt hier zumindest am Ende noch gut stehen, wenn wir schon keine Hütten machen. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir keine kriegen. Ne? Das ist verrückt. Ja. Oh, da, es ist immer ein Geschmäckler dabei bei diesen Aktionen. Jetzt mal, das gibt's doch nicht, oder? Da ist doch immer ein Geschmäckler dabei. Fick die Henne hier, ey. Ich werd wahnsinnig. Wirklich, werde ich langsam wahnsinnig. 1-1. Absolut grotesk. Gepa, der dreht sich da raus. Der ist natürlich auch nicht zu verteidigen. Aber was passiert davor? Ja, ist egal. Wir können uns jetzt dreimal drüber aufregen. Wir müssen jetzt irgendwie ein Tor machen. Ja, so wird's interessant, wenn Gacha meint, er könnte die ganze Liga zerlaufen. Weiser. Firmino. Muss erneut durchspielen. Firmino. Jetzt aber Ibabo, bitte. Die direkte Antwort. Zum Glück, Alter. Leipzig schlägt zurück. Wir schlagen zurück. Wir versuchen uns in diese Saison wieder reinzukämpfen. Sowas wie Livestream hat sowas noch nicht geboten. Das ist dramatisch. Das ist hochemotional im Moment. Und da müsst ihr euch dran gewöhnen, glaube ich, bei dem Format. Das ist hochemotional, wenn ich Fußball spiele und dann solche Spiele hintereinander habe, wo ich echt die Kotze kriege. Aber, Leute, so muss es einfach auch sein. Das ist, Alter, das ist Emotion pur. Lauf doch mit dem Ball mal ins Aus. Ah, der flankt ihm auf den Fuß, dem Stark. Da wirst du doch weich. Keiner kann hingehen, kann auch keiner, muss man ganz ehrlich zugeben. Firmino. Es kann dann auch keiner dran gehen in solchen Momenten. Hat Ibabo keinen Bock oder was? Was macht der Idepp denn da? Ja, natürlich ist das ein absolut krankes Verhalten. So, jetzt zeigt er es ihm an.
Der Ball kommt zu Gacha. Der sieht Sandro. Oh. Ja, haben wir den Ball. Haben wir noch, den haben wir noch, den haben wir noch, den haben wir noch. Ja, und wenn ich mich feiere in der Zeit, ist er einfach, rennt er mich einfach weg. Da passe ich nicht auf. Ach, ach, Leute. Platsch! Jetzt gibt es von hinten mal richtig einen mit da. Und das ist wahrscheinlich dann auch nicht mal gelb. 5 Minuten Nachspielzeit. Und liegt es an Heubier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alter, wieder liegt einer von meinen um. Und wieder kriegen die dann eine Torchance. Unglaublich. 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 Jetzt ist der Scheiß vorbei. 2-1 gewonnen gegen einen Aufsteiger. Gerade so, Mann. Und Chancen ohne Ende. 11 Chancen, aber auch die, ne? Ja gut, wie gesagt, drei Fouls, 3 Torchancen. 1-1 Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Also wenn jemand sagt, ich kann nicht verlieren, dann mag er manchmal ja recht haben, ne? Aber wenn ich unfair behandelt werde, dann raste ich aus. Vor allem, wenn es von so einem Scheißspiel ist, was einfach nicht mit gegen dich ankommt, ja? So, jetzt müssen wir mal den Gegner verunsichern, das Basel. Jetzt geht's rund. Jawohl, jawohl. Jetzt geht's rund. Und jetzt werden wir mal eben die zweite Taktik anlegen, weil jetzt ist alles oder nichts. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und dann gegen Stuttgart, da können sie alle spielen. Da müssen sie alle spielen, die Häschen. Ja, die Abschlussberichte, die sind richtig, die sind jetzt... Aha. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Das ist ja das Beste. Wir sind absolut auf Kurs. Wir setzen uns ja nur unter Druck, weil wir besser sein wollen. Oh, das wäre natürlich eine Bombe hier. Jetzt 25, den Ablöse frei. Ah, oh, wäre geil. Hier der Geilste hier. Fetz, Fatz, Sidis. Das ist ein überragender Spieler. Aber auch der hier, ne? Gut, der. Fetz, Fatz, Sidis, Junge. 25, beide. Lorenzo Insigne, der wäre auch geil. Aber wir müssen natürlich auch weiterkommen, Gibios, genau, der ist auch geil hier. Ja, wohl bei 74. Keine Ahnung, den werden wir nicht verpflichten. Dann hier noch, Okorle, den hatten wir schon angeguckt. Was ist das für eine E-Mail, die noch offen ist? Ist auch egal. Hallo. Was ist denn das für eine E-Mail, die noch offen ist? Ja, das habe ich mir jetzt angeguckt. Okay. So, jetzt gehen wir eben auf Mannschaftstaktik zum letzten Spiel in sowas wie Livestream. Hallo. Danke. Im letzten Spiel für heute sowas wie Leipzig Reserve. Und jetzt machen wir noch eine 4-3-3. 4-3-3. Nennen wir die. Und die richtige Taste drücken. Willkommen auf der Xbox. So, liebe Freunde. Doppel-6 ist diese. Team. 4-3-3 setze ich Goretzka auf. Oh, genau, das war falsch. So. Alles mit. So rum, wo ist denn der Kollege Heubier? Da ist er. Und hier hin. Die müssen tauschen und dann wäre es taktisch, so wie es gehört. Ja, die speichern wir und die setzen wir jetzt auch ein. Allerdings habe ich schon da was nicht so Schönes gesehen. Die Däumchen gehen weiterhin noch nach unten bei einigen. Hier drauf, 4-3-3. Gegen Basel hauen wir jetzt alles raus. Das Spiel müssen wir gewinnen, Dann sind wir Dritter und dann sind wir voll auf Kurs. Wenn wir Europa-Liga schaffen, nach der Winterpause, dann sind wir dabei, Schreibt doch mal in das Video, ob ihr der Meinung seid, dass wir die Euroleague-Qualifikation hinkriegen oder in der Champions League bleiben. Das überlasse ich euch, wie ihr das seht. Heubier, der fängt auf jeden Fall an. Ist mir egal, wie wenig der kann im Moment. Alter, alle hier fallen hier nach unten. Wie gesagt, das überlasse ich euch. Wie ihr das seht. Ah, ne, komm. Sandro. Schreibt mir das mal rein in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und Vesüle bringt. Oh, Rajkovic hat auch einen Daumen unten, ey. Na egal, müssen wir so spielen. Da kommt die komplette Ersatzbank mit dem Däumchen runter her, außer dem Keeper, der jetzt nie wieder spielt. Aha. So, der Rest ist normal. Das heißt, wir müssen mitnehmen den Klostermann fürs. Ne, Vesüle hat keinen Daumen runter. Alle außer Form. Dann spielen wir vielleicht gegen Stuttgart mit allen außer Form. Wäre auch geil, oder? Na, gucken wir mal, was geht. Firmino, wie gesagt, der braucht unbedingt mal eine Pause. Aber wir können uns momentan auch kaum die Verschnaufpausen leisten. Schreibt, wie gesagt, mal drunter. Schaffen wir in der Europa League-Qualifikation, also Platz 3 in dieser Gruppe Minimum, schaffen wir noch Platz 2, werden wir Gruppensieger oder Liga oder scheiden wir. Sang und Klang. Das überlasse ich euch. Und ich, kümmere mich jetzt um die UEFA Champions League. FC Basel gegen RB Leipzig, Leute.
Das ist das, wofür wir gearbeitet haben. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt endlich rumpelt im Karton, dass wir mit dem ersten Sieg zurückkommen. Ich gehe davon aus, dass 2 Siege reichen sollten in der Gruppe. So, unsere Truppe habt ihr eben gesehen. Da spielt das momentan Beste vom Besten. Vielleicht mit Ausnahme von Sandro, wobei Sandro auch ein richtig guter Spieler ist. Wie gesagt, werden wir jetzt gleich sehen. Und natürlich Halilovic, der auf der Bank vorm Schwach sitzt. Dann haben wir den FC Basel hier, da gucken wir mal rein. Fabian Scherder, hochinteressant. Marcelo Diaz jetzt beim Hamburger SV. Mittlerweile Giovanni Sio, ex-Wolfsburger Spieler. Fabian Frey, interessanter Spieler. Also das ist eine ziemlich interessante Truppe immer wieder. Gut durchgewürfelt, jedes Jahr das Neue. Und wunderbare Trikots haben sie. Marco Streller auf der Bank. Wir gehen auf Offensiv und jetzt ist es soweit. 20.45 Uhr in Leipzig. UEFA Champions League, 2. Spiel. Unser erstes Heimspiel übrigens, bin ich der Meinung. Genau, wir haben im Prinzenpark gespielt. Und haben dann anschließend ja... Hoppala, das wollte ich nicht, scheiße. Und haben dann anschließend ja... bei Zenit gespielt, genau. Ja, da war Meier noch dran, das bringt noch nichts. Wenn er dran ist, das bringt herzlich wenig, ne? Wie gesagt, Basel hat schon einen Punkt geholt. Ich glaube gegen Zenit. Ich weiß es aber nicht mehr. So, oder gegen PSG. Hallo. Nix sagen. Einfach spielen. Gacha. Schade, das wäre ein guter Öffner da auf Ibarbo gewesen. Aber die Flachen, die kommen da nicht durch. Super Ballgewinn wieder von Höpja. Da seht ihr, wie wichtig dieser Typ ist. Fall für uns. Da sieht man wirklich, wie wichtig dieser Typ ist. Rajkovic, den führen wir schnell aus. Bringt eh nichts von da. Sorg. Hier ist zu. Über Kimmich spielen. Wieder Sorg. Och, da war da auch wieder einer dazwischen. Mal aufpassen, dass Sandro und Sorg sich den Ball nicht abnehmen. Ibarbo. Legt da hoch auf Meier. Setzt sich zweimal durch. Nein. Wir könnten ja wenigstens in der Champions League mal treffen. Das wäre ja Wahnsinn, du. Meier, Eckball. Auch da kam lange nichts über Ecken. Kimmich, der ist doch hoch abgefällt, oder? Meine Bogenlampe. Nee, ist er nicht. Ja, da Kimmich aber eine schrumpelige Stirn. Schrumpel-Kimmich quasi. Ach Gott, doch Gott. Könnte ich jetzt... Das führt zu weit, Leute. Wollen wir nicht drüber reden. Kimmich im Duell hier mit Hamudi zieht den kürzeren. Der ist wesentlich schneller. Vielleicht kommt Sorg dran. Oh, yo. Der Sorg schmeißt mit einmal Satter rein, Alter. Und der hat den Ball am Fuß. Das geht. So muss ich auch verteidigen können. Dann wäre ich gut. Ibarbo. Firmino. Komm. Da oben. Das ist Meier. Hat sich eben schon einmal durchgesetzt. Wunderbar. Ibarbo. Gesehen. Kein Abseits. Abseits. Oh Gott. Abseits und grottenschlecht abgeschlossen. Dann ist ja alles gut. Suchi. Der Torwart. Das ist ein Abwehrspieler. Ich wollte gerade sagen, der Torwart heißt ja nicht Suchi. Ach du Alarm. So ein scheiß Abschluss dann auch noch. Aber umso besser, es ist nicht ganz so bitter, ne? So, Rajkovic. Den kannst du immer mal bringen, muss ich sagen. Sorg. Boah, also Katscha und Sorg sind die beiden, die wir ablösefrei bekommen haben bisher. Und das sind die beiden, die kann man auch gebrauchen. Ah, klasse Trick! Ach du Scheiße. Vollkommen verstört da, die Basler mit der Hacke und das Lattenkreuz. Zum Glück ist nichts passiert. Dias. Hamudi, jetzt ist er mal da oben. Ja, das hat er mal ganz hübsch gemacht gegen Gacha. Der ist ja vollkommen auf Rille. Und Sorg kann er. Alter, mit aller Ruhe holt er den da runter. Sandro. Firmino. Wird gestoppt. Yo, Alter. Meine Spiele, die können echt mal, was sie wollen. Da pfeift keiner was. Sandro. Firmino. Ibarbo. In den Lauf von Halbjahr, aber der ist zu langsam für Suchi. Okay, das sieht schon eher nach Catchen aus, was Halbjahr da anbietet. Das wird nicht reichen. In der Champions League, Giovanni Sio. Der schießt 2 Leute an und komischerweise fällt ihm dann der Ball vor den Fuß. Kimmich hat gesehen, dass Meier gestartet ist. Meier kann durchlegen auf Ibarbo. Nein, es ist einer im Weg. Im Moment geht aber auch wirklich wenig, ne? In den Spielen, das muss man sagen. Viel Pech. Als wäre es so gewollt. Meier. Ja, jetzt geht durch. Ibarbo. Oh, das ist auch wieder... Der springt ihm an den Rücken dran. Oder beziehungsweise an die Hacke. Und da kommt er nicht zum Schuss. Ja, scheiße. Sandro. Jawohl, durch... Ei! Ja, toll, da fault er jetzt. Da, das ist scheiße. Ach, da wäre ich doch reingekommen in den 16er. Jetzt gib ihm Gelb, dem Sack und lass weiterspielen.
Schade, das wäre es jetzt hier gewesen. Fabian Scherr war clever, weil ich es einfach auch von da nicht kann. Beziehungsweise von da bringt es die Sonne, links die Sonne nicht viel. Ich würde jetzt gerne den Schützen wechseln. Geht das? Ja. Okay, da kriegt noch einer gelb. Auch hochgradig. Kann ich jetzt den Schützen wechseln? Das ist total nett. Der Maxi Meier. Ach, ein Stück zu weit aufs Tor. Mist. Habe ich mich so ein bisschen verguckt. Rajkovic. Da kommt Firmino. Kommt Firmino. Könnte jetzt mal frei schießen. Könnte jetzt einfach mal frei schießen. Und natürlich wehrt er den ab. Ein Arsch, Alter. Gacha. Auch der könnte schießen. Der könnte schießen. Aus dem Hintergrund, ne? Wisst ihr ja. Ja, Hintergrund. Da bleibt er auch bei. Scheiße, scheiße. Wieder kein Tor. Der war nicht mal gefährlich. Und Watsch liegt da im Tor. Ja. Der hat zwei brenzlige Situationen gehabt, aber ganz ehrlich, so schlimm war es für ihn dann auch nicht. Kimmich, schön durchgelegt. Meier, abseits. Abseits. Firmino, ja, natürlich abseits. Zweiter Abseits. Weil zweimal war es ja gefährlich. Ja, wenn dann laufen wir auch noch volles Rohr ins Abseits. Wir stellen uns auch ein bisschen doof an, teilweise. Ibarbo kann mal klatschen lassen für Firmino. Højbjerg. Ja, da legt er sich den Ball zu weit vor. Auch das ist das. Auch so ein Phänomen seit Saisonstart. Na, greif doch an, Sandro. Greif doch an. Passiert doch eh nichts mehr. Yes. Jawohl, weggeflext von Kimmich. Ist gut so. Die 5 Minuten Nachspielzeit müssten eh gleich rum sein. Was macht der denn da? Der ist ja vollkommen verwirrt. Sorg. Habe ich Steuerkreuz wohl nicht richtig gehalten. Hätte interessant werden können vielleicht. Mit dem Jahrhunderttor. So, jetzt kommt aber Basel. Nein, jetzt ist dann doch mal, die 5 Minuten sind ja irgendwann auch mal rum. Halbzeit in der Champions League, Leute. Im letzten Spiel von sowas wie Livestream. Und auch da wieder. Es ist unglaublich. Wir sind so schlecht im Moment vorm Tor, Leute. Wir sind so schlecht im Moment vorm Tor. Jetzt sollte ich einfach mal wieder 3 Wochen kein FIFA spielen. Aber da kann ich euch keine Videos bringen, weil ich einfach im Moment nicht vorproduzieren kann. Ibarbo. Ja, komm. Ey, das ist... Da könnte ich ausschalten. Jetzt muss ich mal durchatmen. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Wasser. Weil da muss ich jetzt schon wieder echt kotzen. Ich trinke eben mal einen Schluck Wasser, Leute. Das geht überhaupt gar nicht. Also diese Slapstick-Scheiße, die kann ich mir nicht angucken. So, jetzt atmen wir mal ganz tief durch. Und jetzt nehmen wir es einfach so hin und spielen weiter. Alter, nächste Witzszene. Oh, natürlich! Und er ist drinne, komm, na klar. Da kannst du allein diese Entstehung. 3 Witze! Komm, das macht keinen Spaß, sowas. Das ist einfach ein Witz. Das hat ja nichts damit zu tun, dass die besser spielen. Seid doch mal ehrlich, oder? Das fängt beim Angriff da an, wo der eine den anderen über den Haufen rennt, weil er vorher gelegt wird. Und dann oben da, die Grätsche, der prallt einfach ab, als wäre er gar nicht da. Ach komm, das ist doch lächerlich. Da arbeitest du ein Jahr lang und da wird dir alles hier zerstört durch solche Witzfiguren. Ibarbo, Firmino. Ja, dann müssen wir weiterkämpfen hier. Wir können ja noch, wenn wir hier verlieren, 9 Punkte machen, ne? Das muss man ja sagen. Ibrahimovic kann ja nichts. Hamudi. Und guck dir das an. Auf einmal kommt dann die Grätsche, wenn du dein Gegentor bekommen hast. So. Totaler Angriff. Och, da liegt schon wieder einer. Rajkovic jetzt. Willst du mal aufstehen, du Lutscher? Oder unterbrechen wir das Spiel? Der humpelt raus aus der Innenverteidigung. Das macht Sinn. Ja, natürlich. Da war ich jetzt irritiert. Okay, dann spielen wir halt weiter. Dann kann ich nicht ändern. So, Ake. Ake, Junge. Ake kommt. Ake kommt. Ibarbo. Ach, fick die Henne, ey. So, müssen wir wechseln oder müssen wir nicht wechseln, Herr Rajkovic? Ja, sieht so aus. Macht Sinn, oder? Für Rajkovic. Was kann Kaca denn so spielen da? Kann der Innenverteidiger spielen? Goretzka? Das wäre ja witzig. Nein, Zwiede kommt natürlich dann. Und Meier raus, Finne rein. Vielleicht geht ja noch was. Ein Schuss, ein Tor und die anderen, ja, die sind da, ne? So,
Oh, hat er gesehen, wie sich das Bein festgehalten hat, Junge. Firmino. Ablage, das war geplant. Und dann, das ist doch nicht die Möglichkeit. Als ob das, als ob die alles erahnen können in so den Spielen immer. Sorg. Ach, bis die Ballannahme hier ist. Aber irgendwie wurscht sie den Ball durch, Heubier. Durchwurschteln ist auch immer relativ, ne? Finne? Ake? Ake! Natürlich hält ihn der Torwart, der den nicht sieht, aber er hält ihn. Ach, ey. Sio. Da sind wir einfach nicht abgewichst genug. Und der kommt in den Lauf und Gacha rennt da erstmal vor den Spieler. Ja, klasse. Zum Glück ist Blum da. Komm, auf geht's. Sorg. Alter, abgelaufen. Wie ein Schuljunge, Sorg. Ja, da kommt's wieder zu spät. Ich hab die Nerven verloren gerade, du. Unfassbar. 2-0 für Basel. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich kann im Moment nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, was das soll. Firmino. Ibarbo. Was sollen wir noch machen, Leute? Seid mal ehrlich. Was sollen wir noch machen? Da, wieder ein Fehlpass. Ein grausamer. Da pfeift der wieder irgendeine Scheiße da, weil ein Spieler von mir an der Nähe war. Die. Ja, mit der Hacke. Das kannst du haken, du Arsch. Ibarbo. Oh, wieder. Da bist 5 Stunden in der Luft dabei. Finne. Finne, gut durchgesetzt. Ja, und dann legt er sich zu weit vor. Ah, oh, den Text hatten wir doch schon hier. Ich weiß nicht, wie oft ich in 1,5 Stunden diesen Text aufgesagt habe jetzt. Ibarbo. Dauert zu lange. Oh, das war gerade gemacht, du. Ja. Ist ja nix. Ist ja egal. Und natürlich... Ey, der kann an Ibarbo nicht vorbei. Das ist doch unnormal. Der steht mit dem Rücken zu ihm. Der kann den Ball nicht abnehmen. Aber er nimmt ihn ihm ab. Heubier. Finne. Komm, machen. Frisch den Arsch. Ja, der Ofen ist natürlich aus. Brauchen wir uns nichts vormachen. Scheiße, jetzt braucht er wahrscheinlich in die Kommentare nicht mehr viel reinschreiben. Was ist jetzt? Jetzt gibt's Freistoß für Basel. Ach, abseits. Ja, natürlich. Muss ja auch mal sein. Ja, wir rufen da das ganze Repertoire ab von den Sachen, die eigentlich nicht funktionieren können, oder? Das ist jetzt, glaube ich, das 3. Spiel in der Champions League gewesen. 3 Pleiten. Das ist, Ey, komm! Und er pfeift wieder nicht ab, der Arsch. Der hat sie nicht mehr alle. Ja, und dann kann er nochmal grätschen und jetzt pfeift das, oder was? Ja, jetzt in der 86. Minute pfeift er eine Karte gegen Basel. Ach, komm. Ja. Ist auch wichtig jetzt noch. Der ist vollkommen platt. Aber der muss draufbleiben. Finde? Ja, natürlich. Das ist ja kein Durchsetzen. Das ist mal Wurststellen gewesen. Ibarbo? Ja. Das ist so geil. Guck, der da liegt da wieder am 16er. Der hätte den Ball kriegen müssen. Aber egal, der wird ja umgerannt. Kann ja den Ball nicht kriegen, ne? Finne. Mich die Hälfte aufregen, wenn die nicht immer umgerannt werden, die Spieler. Wenn ich einen wegflexen will, kriege ich sofort rot. Deswegen lasse ich es einfach. Können wir uns ja auch gar nicht erlauben, ne? Muss man ja mal sagen. So, und weil der Gegner halt durchschießt, geht es einfach 70 Minuten, den Ball auf die Tribüne zu kloppen. Das ist auch sehr schön. Macht richtig motiviert einen richtig. So, aus und vorbei. Das Ergebnis ist wieder eine Farce. 3 Schüsse von Basel. 3. So, aber jetzt kommt der 4. dazu. Es ist auch egal. Das Spiel ist vorbei, Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wir können machen, was wir wollen, oder? Die spielen 1-1 da, Zenit und PSG. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht für uns am Ende. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Spieler verletzt. 7 Tage, ne? Das geht ja noch. 7 Tage, das geht ja noch. Und, Leute.
Jetzt müssen wir einfach mal durchschnaufen. Sowas wie Livestream Part 2 erreicht das Ende. Ein denkwürdiges Ende. So lange hatte ich das gar nicht vor. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es zum Kotzen, dass ich in diesem Livestream, glaube ich, 2 Spiele gewonnen habe. Irgendwie liegt mir das nicht. Aber ich mache es trotzdem weiter für euch, weil ich euch so mag. Und ich sage hiermit, wir sehen uns im nächsten Part. Der dürfte ja dann schon bald kommen. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und haut rein.